willkommen im Experian und auch in Johnnys Stream zu unserem kleinen, aber feinen Pen and Paper. Mein Name ist Bart, ja, und ich werde heute der DM sein, der Spielleiter sein. Wir haben uns nämlich gedacht, was können wir noch Geiles machen auf dem Experian-Event. Ja, wir haben League gespielt, wir haben ganz viele wilde Sachen gemacht. Manche Leute von uns haben gestern Karaoke gesungen und wir dachten uns, ey, wir machen vielleicht auch Pen and Paper, ne? Weil das eine coole Idee ist. Für die Leute, denen Pen and Paper gar nichts sagt, man hat praktisch Papier und Stift und dann spielt man so ein bisschen ein Rollenspiel, ne? So ähnlich wie man es vom Videospielen kennt. Vor allem mit Freunden zusammen. Ich werde das nicht alleine machen. Ich habe glücklicherweise an meiner Seite einmal Juli, ja, freue mich, dass du da bist, Mori, Sola und Johnny. Wir sind alle schon eine ganze Weile hier tatsächlich. Und ich gar nicht. Du bist nur extra dafür heute gekommen, das macht es umso besser. Ne? Und wir werden heute einfach eine geile Zeit zusammen haben, so 3-4 Stündchen zusammen Abenteuer erleben, weil darum geht es praktisch im Pen and Paper. Das Ganze wird in einem Fantasy-Setting spielen, so wie man es kennt aus Herr der Ringe, Game of Thrones, was auch immer ihr als Beispiel nehmen wollt. Oder Witcher, wenn ihr eher in der Videospielschiene unterwegs seid. Wenn ihr Johnny guckt, kann ich es euch nicht sagen, der spielt nur Schach oder TFT. Weiß auch nicht, warum der heute hier ist, bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, es wird cool. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Und bevor wir reinstarten, würde ich sagen, lasst uns einmal so ein bisschen checken, wer wie viel Erfahrung mit Pen & Paper hat, damit wir alle so wissen, auf welcher Basis wir sind. Weil ich glaube, heute wird ein bisschen entspannter. Wir werden jetzt nicht, keine Sorge, ne? Wenn ihr euch mit Dungeons & Dragons oder Pen & Paper nicht auskennt, ist nicht schlimm. Wir werden sehr einsteigerfreundlich sein. Und ich glaube auch, das Abenteuer wird sehr, sehr cool sein, selbst wenn man Lore oder sowas nicht kennt. Ne? Mori, du bist die Person, die am meisten Pen & Paper gespielt hat. Das kann ich sagen, weil wir 2 Jahre lang zusammengespielt haben oder noch länger. Ich weiß nicht. Ich glaube, 3 Jahre sind es. Aber was heißt denn 3 Jahre? Wie oft spielt ihr denn dann? Wir haben jede Woche gespielt. Jeden Tag. Wir haben echt lang gespielt. Also über 150 Mal in dieser Konstellation oder was? Ja, also nicht in der hier. Ja, obviously. Aber wir haben echt viel gespielt. Das war so mein großes Hobby für sehr lange Zeit. Ich hoffe, dass es das wieder wird, Bart, tatsächlich. No pressure an der Stelle. Ja, D&D-Erfahrung, also jahrelang, davor halt auch mal ein bisschen, mittlerweile auch wieder. Ich schreibe gerade meine eigenen Abenteuer. Ich habe alle Regelbücher zu Hause. Also. Bist du nicht Spielleiter heute? Bart, weil du einfach... Also, weißt du, du bist der Meister. Die Erwartungen sind hoch. Ne? Ich merke schon, Juli, wir haben auch schon einmal zusammen gespielt. Ja, einmal. Von meinen 3 Runden. Und du hast gefühlt immer das gleiche Abenteuer gespielt. Mit dir habe ich eine andere Story gespielt. Die 2 Mal davor hatte ich dieselbe Story. Ich kann schon sagen, ihr werdet heute wahrscheinlich nicht auf Goblins treffen. Das auch wenn das so ein bisschen standardmäßig ist. Ja. Ich weiß, dich würde es sehr freuen. Sola, du hast auch schon ein bisschen häufiger gespielt. Ja, so ab und an mal. Niedriger, zweistelliger Bereich vielleicht. So. Ja, wir haben auch ein bisschen zusammen gespielt. Und ich weiß jetzt schon, es wird crazy werden mit dir. Ja, ich finde das geil, sich in die Rolle auch hineinzuversetzen und auch wirklich zu spielen. Das ist halt das Coole, ne, an Pen and Paper, weil im Endeffekt das ist ein Rollenspiel wie in Videogames, aber man kann sich den Charakter selber ausdenken und kann sich halt sehr reinversetzen. Und desto mehr man das macht, desto cooler ist es eigentlich. Das heißt, wenn Sola nachher sagt, ich bin, keine Ahnung, Frodo, Beutlin, ganz imaginärer Charakter, den ich nicht aus irgendeinem Setting geklaut habe, in diesem Charakter spielen möchte, dann tut er das und dann wird er praktisch als dieser Charakter agieren und genauso werden wir es auch gestalten. Es ist praktisch ein gemeinsames Geschichtenerzählen, wo Würfel die eine oder andere Rolle spielen und da nochmal ein bisschen Zufall reinbringen. Ne? Und Johnny, du hast noch gar nicht gespielt. Wobei, wir haben vor 5 Jahren oder so eine Session mal gespielt. Ja, tatsächlich, das war auch die Session, wo ihr danach dann angefangen habt. Ne? Weil ich war ganz lange noch in der WhatsApp-Gruppe, locker 2 Jahre, wo ich quasi immer, wenn ich auf dem Klo war, habe ich die Pen-and-Paper-Gruppe aufgemacht und mitgelesen, wie es so läuft und was so los ist. Und da wurde die XP immer noch im Nachhinein verteilt, war schön. Hat sich damals bei mir einfach nicht so festgesetzt. Ich muss sagen, dieses Wochenende ist aber ein übelster Traum für mich, weil ich habe einfach gestern das erste Mal Commander Magic gespielt, heute das erste Mal D&D. Also ja, ich habe mich hier auch ins gemachte Netz gesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bart hat tatsächlich hier alles organisiert, alles gemacht. Das Set ist absolut, das habe ich nicht gemacht. Beautiful. Ja, ne? Danke da an alle, die das möglich gemacht haben. Ja. Und am Ende läuft es auf meinem Channel nicht mehr. Jo, voll geil, danke. Ich konnte. Dankeschön. I take it, aber ich freue mich sehr, hier heute dabei zu sein. Und ja, ich habe ja nur das Beste vom Besten von dir gehört. Der Druck, ja, er ist immens. Aber ich freue mich umso mehr, dass wir es heute machen können. Und ich würde sagen, wir starten einfach so ein bisschen rein. Wir haben euch so ein klein wenig erklärt, was Pen and Paper ist. Ihr werdet noch mehr verstehen, wenn wir gleich richtig reinstarten, falls ihr keine Ahnung habt. Keine Sorge. Ich würde euch noch ein bisschen was zu dem Setting sagen, in dem wir heute spielen. Weil die Spieler wissen natürlich nicht, was passieren wird. Ich habe mir die Geschichte ausgedacht und die 4 werden die gleich so ein bisschen zum Leben erwecken, wenn man so möchte. Wir spielen in einem Setting, was ich sehr, sehr gerne mag, Arxis, einer sehr, sehr großen Stadt, die in einer großen Höhle liegt.
Ihr alle kennt euch da aus, ihr alle lebt da schon sehr, sehr lange und ihr habt euch unter der Prämisse zusammengefunden, dass ihr ein Artefakt wieder beschaffen wollt für einen Freund oder Auftraggeber von euch allen, den guten Gilbert, na, der euch angeheuert hat, um ihm eine Klinge wieder zu beschaffen, die er verloren hat. Und ihr seht schon, die Leute schreiben jetzt fleißig, weil sowas wie Namen teilweise sehr wichtig sind. Johnny, du solltest das auch... Du hast mir keinen Stift gegeben. Ach, schade, gut. Naja, da merkt man wieder, wen ich am liebsten merke. Ja, genau, Gilbert ist derjenige, der euch den Auftrag gibt. Wir starten auch praktisch schon rein, wo ihr diesen Auftrag alle angenommen habt. Johnny und Sola debattieren noch um den Stift. Und Gilbert ist praktisch derjenige, der euch gebeten hat, für ihn sein Schwert wieder zu beschaffen, welches er verloren hat. Ihr habt euch alle eingefunden bei ihm, weil er euch gebeten hat, zu ihm zu kommen. Und ihr sitzt in seinem Arbeitszimmer aktuell, welches sehr gemütlich eingerichtet ist. Um euch herum Bücherregale, die sich bis an die Decke stapeln, komplett überfüllt mit Büchern. Das, was an Büchern nicht mehr reingepasst hat, liegt irgendwo da drauf, teilweise in so Stapeln vor den Schränken. Also man sieht, hier wohnt jemand, der sehr belesen ist, der sich sehr mit Wissen beschäftigt. Und diese Person sitzt vor euch, Gilbert in seiner ganzen Pracht, sitzt hinter seinem großen, dunklen Schreibtisch. Und für die Leute, die Gilbert vorher nicht kannten, er ist ein Bugbear. Was bedeutet, er ist ein, so ein bisschen was, wenn man es mit der realen Welt vergleichen würde, so an Mythen, wo ihr euch vielleicht was vorstellen könnt, so ein bisschen was wie ein Yeti oder... Bigfoot oder so, also sehr behaart, sehr groß. Oh, Yeti. Genau. Ich habe das D, okay, ja. Kein Jedi. Er ist nicht Obi-Wan Kenobi. So ein bisschen wie ein Trundle, aber halt kein Troll. Bisschen wie Trundle, wenn man den League-Vergleich ziehen möchte für die Leute. Also hässlich. Von Johnny Kong. Nicht wirklich. Im Auge gerade hässlich genannt. Das sind die Vorurteile, die gegenüber Bugbären herrschen in der gesamten Welt. Aber er im Verhältnis zu den meisten Artgenossen, denen ihr begegnet seid, ist fein rausgeputzt. Das Fell ist gepflegt, es glänzt fast. Er hat einen Anzug an, so eine ganz kleine Brille, die genauso wie seine Augen fast in dem ganzen Fell um seinen Kopf verschwindet. Und er sitzt vor euch und spricht euch direkt an, die gerade alle vor ihm auf diesem großen, grün samtenen Sofa sitzt. Freut mich, dass ihr meine Einladung angenommen habt. Ich wollte mit euch nochmal persönlich reden, bevor wir oder ihr euch um mein Schwert kümmert. Ihr wisst alle, ich alleine kann mich darum nicht kümmern. Ich habe euch schon gesagt, ihr bekommt einiges an Geld aufgeboten. Nun ist es so, die Klinge, um die es geht, und ihr guckt euch alle einmal so ein bisschen an, ist ein Artefakt, ein Überbleibsel aus einem alten Kult, wenn man so möchte. Sie besteht aus dem Unterkiefer einer Kreatur, ich weiß selbst nicht genau welche, aber er ist sehr, sehr selten. Ne? Der Kult existiert so nicht mehr und ich muss sagen, die Klinge wurde mir einen Tag abgenommen. Ne? Ich war draußen, bin so ein bisschen meinen Geschäften nachgegangen und da kam so ein Strauchdieb und hat mich einfach überfallen. Und ich möchte, dass ihr mir die wieder beschafft. Und zwar so schnell wie möglich im besten Fall. Solltet ihr zu härteren Mitteln greifen müssen, dann ist das für mich durchaus okay. Ich weiß, wie es um euch steht. Ich habe einiges von euch gehört. Und ich bin mir sehr sicher, dass ihr euch gut darum kümmern könnt. Und er guckt euch alle nochmal einzeln an. Und sprich dich zuerst an, Herr Fagrim. Möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen, wie du aussiehst, wie du gerade in diesem Raum stehst, als Zwerg, der du bist? Alles klar, mache ich doch gerne. Ich bin Fargrim Hellhammer, Sohn des Bären, Clan der Hellhammer und Krieger vom 6. Orden. Ich bin ein Paladin, also das Ganze natürlich jetzt off-Character. Also er steht nicht wirklich da. Nur nochmal, wenn ich in der Stimme spreche, bin ich in-Character. Wenn ich mit meiner normalen Stimme spreche, ist das off-Character. Ist ein Paladin, er hat eine schwere Rüstung, ist ein Zwerg mit dunkelbraunem Bart, ja, relativ lang, schön geflochten. Geiler Typ. Lange Haare, schön tätowiert auch, gerade am Oberarm, mit zwergischen Runen. Ich weiß nicht, ob ihr zwergisch könnt. Wenn ja, dann würdet ihr vielleicht sogar lesen können, was draufsteht. Und... ja, sonst glaube ich, gibt es erstmal das äußere Erscheinungsbild nicht so viel zu sagen zu einem Zwerg. Er hat eine dicke Axt hinten auf dem Rücken. Fagrim, freut mich, dass du da bist. Dir würde ich die Leitung der Truppe so ein klein wenig anvertrauen. Ich hoffe, das ist für euch alle okay. Dich kenne ich am besten. Und ich glaube, du bist derjenige, der die Situation am besten einschätzen kann. Also wenn du der Meinung bist, ihr müsst mit etwas Nachdruck rangehen, dann tut das sehr, sehr gerne.
Ach, kein Problem, lieber Gilbert. Also ich meine, so viel wie wir schon miteinander durchgestanden haben, da wird das Ganze doch ein Klacks, ne? Und am Ende sehen wir uns wieder im Humpen und mit dem Humpen in der Hand. Da sehe ich uns. Ich bleibe bei meinem Tee und er schlürft so ein bisschen aus der kleinen Tasse vor ihm. Aber es freut mich, dass ihr so voller Tatendrang seid. Ich hoffe, bei euch ist es auch so, David, wenn ich mich recht entsinne. David, ist richtig. Braucht ihr irgendwas von mir, bevor ihr nach der Klinge suchen könnt? Seid ihr okay damit, dass Fargrim das Ganze leiten wird? Du isst nur. Was? Perfekt. Magst du dich einmal ein bisschen vorstellen, Sola? Also der Käse ist vorzüglich, muss ich sagen. Gilbert. Ist wieder sehr lecker, wie immer. Ja, mein Name ist David, der Goliath. Aber man nennt mich eigentlich nur David, den Goliath meistens. Und willst du dein Aussehen noch beschreiben? Was? Willst du dein Aussehen, ich meine, willst du dein Aussehen noch beschreiben? Man sagt, gut aussehend. Meistens höre ich das häufiger. Von beiden, allen sechs Geschlechtern. Mhm. Aber das ist natürlich immer im Auge des Betrachters. Aber der Käse. Ich weiß nicht, wo du immer herholst. Und die anderen seht natürlich so einen geil Halbriesen, der immer wieder sich nach vorne beugt und den doch recht kleinen Käse in seine Finger nimmt und immer weiter snackt. Der geistig vielleicht nicht so anwesend scheint, aber Gilbert nickt auch dir zu. Und auf dich vertraue ich auch besonders. Wolfgang, wenn mich nicht alles täuscht. Wolfgang, das ist richtig. Genau, du hast nicht zufällig Alben geschrieben und Musik gemacht für lange Jahre. Nein. Okay. Ja, ihr seid derjenige, der sich mit dem Aufspüren der Person befassen muss. Das ist richtig. Es handelt sich um einen sehr kleinen, sehr hinterlistigen Mann. Ich werde euch die Adresse gleich noch sagen. Ich hoffe, ihr seid in der Lage, ihn zu verfolgen und aufzuspüren, um mir meine Klinge zurückzubringen. Selbstverständlich. Das freut mich. Du kannst dich auch gerne beschreiben, wenn du möchtest. Ich bin ein Mensch, 1,85, auffälligstes Attribut, das volle, glänzende Haar. Doch relativ kurz geschoren, aber leicht nach hinten gegelt. Ansonsten Bogen umgespannt und immer in der Natur zu finden. So wie in echt halt. Eure Qualitäten eilen euch voraus. Meine Mutter hat mir viel von euch erzählt, tatsächlich. Und ihr seid, und er guckt dich an und ist so ein bisschen so fragend, ich erinnere mich nicht ganz, wie haben wir uns nochmal kennengelernt? Ich bin Furora. Eine ganz kurze Frage, soll ich auch meine Backstory erzählen? Du kannst sagen, was du möchtest, das, was du anderen Charakteren oder den Leuten preisgeben möchtest. Okay, also ich bin jetzt mal off-character. Ja. Also Furora, sie ist durch Shit gegangen. Ganz das ist ihr Titel, Furora, sie ist durch Shit gegangen. Vom Beruf Kanalreinigerin. Nein, also die ist ein bisschen crazy, ja, weil in ihrer Kindheit wurde die ganze Familie verbrannt und ja, und deswegen hat sie es so ein bisschen traumatisiert und jetzt will sie selber mit ihrem Feuer quasi anderer den gleichen Leid quasi spüren lassen auch und sie hat nichts dagegen, auch vielleicht ihre Mitstreiter natürlich ein Upsi anzuzünden. Also sie ist etwas scheu und sie vertraut niemanden. Aber wenn sie jemandem vertraut, dann schließt sie sein Herz. Aber hat aber auch das Angst, dass die Person sie auch verlässt, so wie ihre Eltern, ja. Mhm. Sind die Eltern nicht verbrannt worden? Sie sind also verbrannt, ja. Also war jetzt kein freiwilliger Verlassen, auf jeden Fall. Ja. Und vom Aussehen, wie seid vom Aussehen, dein sie Charakter hat, aus? Also sie hat rote Haut, sie ist eine Watte, Genasi. Und sie hat auch unkontrollierbare Fähigkeiten. So ein bisschen im Blut. Ja. Also müsst ein bisschen aufpassen mit meinem Charakter. Mhm. Ja. Und unsere Charaktere kennen sich schon, oder? Genau, ihr habt praktisch die Aufgabe zusammen angenommen. Ihr kennt euch noch nicht untereinander so großartig, ja, aber ihr wisst, ihr begeht die Aufgabe zusammen. Und Gilbert wendet sich natürlich auch direkt an euch. Ja, ich sehe in euren Augen, dass ihr einiges miterlebt habt, aber ich denke, ihr seid eine gute Addition zu dieser Truppe. Ja, ich glaube, das Einzige, was ihr von mir braucht, ist der Aufenthaltsort. Tatsächlich wurde mir die Klinge abgenommen in der Nähe vom Gasthaus des Schluckenden Spechts. Wenn ihr dort vorbeischaut, bin ich mir ziemlich sicher, werdet ihr den Schurken finden, der mir meine wunderbare, wertvolle Klinge abgenommen hat. Sucht einfach nach
einem Mann namens Pris. Chris? Pris. Pris. Mit R. Ohne R wäre es leicht verwerflich. Also auch mit Doppel-S. Auch mit Doppel-S. Gut. Eine Frage. Ja. Die Klinge, die entwendet wurde. Ja. War die in einer Scheide? Es war mir klar, dass gerade ihr danach fragen würdet, Wolfgang, bei eurem Ruf. Nein. Ich habe sie bei mir getragen, eingehüllt in ein rotes Tuch, weil ich sie gerade ersteigert hatte. Und dann hat man sie mir entrissen. Ja, die genauen Umstände spielen keine Rolle. Das tut mir leid. Ja, ich danke euch für eure Anteilnahme. Jeder von euch bekommt 100 Gold, wenn ihr sie mir zurückbringt. Ich würde sagen, sucht Pris auf, nehmt ihm die Klinge ab, bringt sie mir wieder. Macht bitte nichts, was gegen das Gesetz sprechen würde, aber wie ihr wisst. Wir doch nicht. Wenn man es nicht sieht, na, was ist dann überhaupt schon gegen das Gesetz? Ja, braucht ihr noch irgendwas von mir? Oder kann ich euch auf eure Reise schicken? Ihr könntet uns mit ein wenig Proviant versorgen. Also ich denke da Käse. Also insbesondere an dem ein oder anderen Getränkeschlauch für unsere dann doch vielleicht lange Reise. Also der schluckende Specht ist nicht weit weg. Ihr werdet keine Tage unterwegs sein. Aber von dort aus müssen wir ja noch den Schuft finden. Oder glaubt ihr, wir finden ihn im schluckenden Specht? Ich habe keine Ahnung, aber wenn ihr etwas wollt, dann also, doch gerne den Käse. Ich will nur sagen, Spesen berechnen wir extra, wie immer. Wie immer. Aber ich bin auch für Alkohol, denn Alkohol ist auch gut entflammbar. Müssen wir die da mitnehmen? Ich bin mir nicht mehr sicher, warum ich sie gefragt habe, ob sie versucht. Ich habe sehr gute Fähigkeiten. Hier sind zwei Flaschen Wein und er greift so unter den Tisch nur so zwei ganz alte, große, runde Glasflaschen mit Wein raus und stellt sie euch hin, falls euch das irgendwie helfen sollte. Ja. Ich nehme mir eine und pack sie in den Rucksack. Ich 100 Gold für jeden einen. Von euch. Wenn die 100. 100. 100. 100. Super. Sie sagten Strauchdieb, klein. Ja. Mensch. Soweit ich das beurteilen dicklich, kann. Dicklich, dünn, stinkend, wohlduftend. Er lehnt sich zurück in seinen großen Sessel und du siehst, wie die Augen, die schon sehr klein sind, noch kleiner werden. Er denkt so ein bisschen nach und streicht sich so durch sein Fell um sein Gesicht rum. Ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig. Ich würde sagen, er war ein Mensch und ich würde sagen, er war sehr klein, piepsige Stimme. Ja, das sind so die großen Merkmale. Wuscheliges Haar. Kleiner als er? Hey, nichts gegen Kleine. Nichts ich sage nichts. Schön handlich. Er ist schon relativ. Ich würde sagen, er ist average. Also. Ich würde sagen, bei ihm würde ich das Wort klein nicht in den Mund nehmen. Er ist average. Noch kleiner. Noch kleiner. Noch kleiner. Wie groß bist du? Ich gehe okay. Über meine Größe. Dann können wir los. Oh, okay. Bereit? Schon sehr klein, aber. Ja, wird Zeit. Sobald ihr neue Informationen habt oder die Klinge habt, kommt einfach zu mir. Na gut. Perfekt. Also suchen wir nach einem Gnom namens Pris. Im schluckenden Specht. Zum schluckenden Specht. Kehrt er dort häufiger ein? Soweit ich weiß, ja. Zumindest habe ich ihn da gesehen. Gut. Ich habe schon so ein bisschen versucht, was rauszufinden, aber ich bin nicht gemacht, um zu kämpfen. Dafür sind wir hier. Für solche Konfrontationen, genau. Ich habe das Fell und das Geld und ihr dann kümmert euch drum. Würde ich sagen, Truppe, Abmarsch. Fährt Leser voraus, immer der Nase nach, aber ach was sag ich, der schluckende Specht, der war mir schon häufiger. Mir nach. Okay. Dann macht ihr euch auf den Weg Richtung Schluckenden Specht. Ihr wisst tatsächlich auch, wo sich der Ort in der Stadt befindet. Ihr seid hier alle in der Gegend entweder groß geworden oder habt dort viel Zeit verbracht und könnt euch recht schnell auf den Weg machen. Und ihr seht, die Stadt um euch rum ist ein bisschen dreckig. Ne? Ihr seid in den Vierteln unterwegs, wo die Leute verkehren, die halt nicht ganz so viel Geld haben. Das heißt, die Straßen sind voll mit Schlamm, teilweise natürlich auch Fäkalien und alles, was so im Mittelalter rumliegen würde. Und ihr marschiert einfach dorthin. Wollt ihr auf dem Weg irgendwas besprechen? Wollt ihr schon mal ein bisschen durchgehen, wie ihr mit der ganzen Situation umgehen wollt? Kenne ich die Barkeeper-Inn? Also ich würde sagen, du kennst den schluckenden Specht und du weißt, dass die normalerweise von einem älteren, bisschen runtergekommenen Mann geleitet wird, mit dem du dich vielleicht ein, zwei Mal unterhalten hast. Aber ich weiß seinen Namen nicht. Mach einen History-Check. Also ne, für euch zur Erklärung, bei D&D oder Pen & Paper generell würfelt man mit 20-seitigen Würfeln
und würfelt dann auf bestimmte Stats, die man hat, genau wie in einem Rollenspiel oder so, um dann zu gucken, ob man sich an Sachen erinnert, ob man bestimmte Checks oder ja, Aufgaben schafft, ne, sowas wie Akrobatik. Wenn man sagt, ich möchte einen Handstand schaffen, kann man drauf würfeln. Genauso ist es auch. Und Mori muss einmal würfeln, ob er sich dran erinnert. Könnte ich nicht auch auf Constitution, ob ich, ob der Kater stark genug ist, ob ich der Filmriss stark genug war, ob ich mich erinnere? Nee. Schade. Kannst du einmal für mich auf Geschichte werfen. Und besonders Zwerg, hast du nicht Immunität? Gegen Vergiftung, ja, tatsächlich. Ah, siehst du? Müsste Alkohol gut. Rein theoretisch könntest du nicht betrunken. 11. Ich würde sagen, du erinnerst dich daran, dass er nur Ulf genannt wird von den meisten. Nachname und sowas, keine Ahnung. Ja. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, 100 Gold sind ein bisschen viel dafür, dass wir hier nur ein Gasthaus besuchen sollten, oder? Da steckt doch sicher mehr dahinter. Hat euch Gilbert was gesagt, der olle Schluckspecht? Mir nicht. 100 Gold sind 100 Gold, wenn denen die... Ihr seht mir auch so aus, als könntet ihr das gebrauchen. Wie sieht's mit euch aus, Großer? Ja. Geld ist nicht alles im Leben. Aber die 100 Gold nimmt man mit. Ich weiß nicht, wo... Ich glaube, du bist da ein bisschen paranoid. Also ganz ehrlich... Wenn ich so klein wäre, wäre ich auch paranoid. Ja, das ist, glaube ich, auch. Also... Ich meine, bei so einer Klinge, bei so einem Gnom, du weißt das selber, je kleiner, desto schwieriger manchmal die Persönlichkeit. Also ich finde 100 Gold da schon völlig in Ordnung. Also ich glaube, das ist paranoid. Ich liebe Geld und für mich ist das schon ein bisschen zu wenig sogar. Ich glaube, ich bekomme zu wenig Geld für diese Aufgabe mit dieser Truppe. Aber gut, lass uns ins Gasthaus gehen. Ich will das Gasthaus betreten. Was sehen wir? Erstmal, wenn ihr ankommt, ihr seht die Holzfassade. Es ist jetzt kein... wirklich großes Gasthaus, sondern eher eine Kneipe, wenn man so will. Auch das Schild zum Schlucken des Specht, das ist wirklich so ein Specht, der nach oben guckt, den Mund aufmacht und es läuft so Bier rein. Der Name scheint Programm zu sein, weil als ihr vor der Tür steht, stolpert schon euch die erste betrunkene Person entgegen. Macht die Tür auf und quält. Wie spät haben wir es denn? Mittag. Gut. Gute Zeit, um betrunken zu sein, tatsächlich. Und so gut dabei zu sein. Und der Laden an sich hat so Milchglasfenster, ne? Also ist jetzt nicht wirklich was Fancyes oder so. Und ihr könnt gerne den Raum betreten, hört von drinnen schon so ein bisschen die Leute, die alle miteinander reden, ne? Die ordentlich dabei sind zu feiern um die Uhrzeit, weil in dem Teil der Stadt entweder arbeitet man oder man betrinkt sich. Insofern ist das gerade gang und gäbe für die Leute, die da sind. Und es ist nicht viel Kundschaft da. Ihr könnt, wenn ihr euch umgucken wollt, direkt gerne mal einen Wahrnehmungscheck machen. Das ist Perception auf eurem Bogen. Das heißt, ihr könnt einmal gucken, was ihr auf Perception habt, würfelt den 20 und rechnet den Bonus drauf. Ich würde insbesondere gerne schauen, ob Ulf Dienst hat, ob der da ist und ob Pris da ist, also derjenige, der auf die Beschreibung von Gilbert zutrifft. Und ich würde meinen Perception-Check gerne Gib mal den Kameramann eine Chance, Mori. Ja genau, würfel mal in dem Ding, ach so. In dem, wie heißt es, in der Schale. Guck mal, ob du da drin würfeln kannst, weil vielleicht können wir das dann sogar abgreifen. Das weiß ich. Sehr hol. Wir müssen doch alle würfeln. Ja, also die müsste schon da liegen bleiben, glaube ich, damit man die da abgreift. Du kommst nicht ran. Also ich würde meinen Perception-Check gerne auf die Möglichkeiten der Nahrungsaufnahme innerhalb des Schluckens natürlich legen. Was ist es? Oder ist schwer. Das sieht nach 2 aus. Es ist Natural 20. 20, oder? Ja, Tatsache, Natural 20. Ja, du siehst alles. Um das für euch einmal zu erklären. Das Höchste, was man würfeln kann mit diesen 20-seitigen Würfeln, ist eine 20. Wer hätte es gedacht? Das heißt, eine 20 zu würfeln ist in D&D immer extrem krass. Dadurch kriegt man alles rüber, Leute. Extrem Bonus. Es gehört jetzt, Sola. Und Sola hat sich schon mal alles Essen geschnappt. Also du kommst natürlich rein. Als allererstes drängst du dich an den anderen vorbei, weil, sind wir ehrlich, Gasthäuser, Kneipen sind dein Zuhause. Weil du wirklich auch sonst keins hast, tatsächlich. Und du blickst dich um und es steht überall so ein bisschen was an Snacks rum. So die meisten Leute, die essen so trockenes Brot oder so, um nicht ganz so schnell betrunken zu sein. Manche Leute bechern sich auch komplett weg, einfach um weniger Geld für Alkohol ausgeben zu müssen. Aber du siehst auch auf dem Tresen vorne so ein Glas, ein großes, mit so eingelegten Eiern. Und die grinsen dich richtig an. Die sehen richtig lecker aus, tatsächlich. Mm. Die schwimmen da wahrscheinlich schon eine Weile, aber das ist also... Das ist Aroma. Schmackhaft. Was dir auch auffällt mit einer 20, plus was auch immer dein Bonus ist... 1. Es gibt tatsächlich, und das fällt euch allen auf, ne, wenn ihr euch alle so ein bisschen umguckt. Wollt ihr mir noch sagen, was ihr gewürfelt habt? Ja, wenn wir nicht alle da rein, aber... Wenn ihr wollt, alle drin werfen, aber... Mein, ne? Sola wird euch...
Also ihr werdet mal so da übertrumpfen. Was ist das? Ist eine 8, glaube ich. Warte, wir könnten mal. Nee. Oder? Ist das hier mit dem Licht vielleicht? Ich würde explizit nach ist eine 8, nüchternen. Ist eine 8. Ja. Mhm. Ich würde explizit nach nüchternen Personen schauen wollen. Okay. Boah, 20! Alter, als Frau, was ist denn da los? 20? Okay, ja, ihr komm, könnt alle eine 20. Ich auch noch eine 20. So, Juli. Knapp. Okay. 15, oder? Immerhin. Können, wenn wir das so machen, ist besseres Licht. Möchte. So? Boah, super. So, aber du weißt, dass wenn du Würfel dann reinwirfst, die immer in den Schatten rollen, weil der unten ist? Das ist, deswegen habe ich auch Intelligenz minus 1. Physik und Gravitation. ja, also ihr blickt euch alle um. Hältst du nach irgendwas Ausschau, Juli? Nach verdächtigen Leuten. Okay. Was euch allen auf jeden Fall auffällt, ist, die Schenke ist nicht groß besucht. Es sind ein paar Trinker da, es sind ein paar Leute da, die gerade ein bisschen was snacken. Ulf ist auf jeden Fall da, scheint gerade Dienst zu haben, ist auch die einzige Person, die nicht betrunken oder angetrunken aussieht auf den ersten Blick. Verdächtige Personen gibt es auch nicht so viele, die sehen alle runtergekommen aus. Auch niemand, mit dem du dich wirklich abgeben würdest. Was euch aber auffällt, ist, in einer Ecke von diesem Raum scheinen Leute irgendwie Glücksspiel zu betreiben oder so. Da sitzen so ein paar Leute im Tisch rum, ihr könnt nicht genau sehen, welches Spiel gespielt wird. Aber die scheinen sich zumindest reg zu unterhalten und immer wieder Geld zu setzen und dann auf irgendeine Art und Weise ja, sich gegenseitig übers Ohr zu hauen. Das ist das, was ihr seht. Wer hatte noch eine natürliche 20? Hier, die gute Seite. Schwierig. Dir fällt auf, dass, ich würde sagen, du siehst es nicht, aber Wahrnehmung ist halt auch Hören. Du hörst, was die Leute an dem Tisch sagen, an dem Glücksspiel betrieben wird, und die scheinen Schach zu spielen, tatsächlich. Und da auf irgendeine Art und Weise sich über den Tisch zu ziehen, dann hörst du was wie, ja, ich mache jetzt hier gleich Rochade und so, und dann, ja, den Move kannst du aber nicht mehr machen, du standst nämlich schon mal im Schach. So, und dann, ne, ich springe jetzt meinen Springer nach C4, Schiff versenkt. So nehme ich habe sehr viel Ahnung von Schach. Genau. Das da fällt mir ein, ich habe früher Schach gespielt. Hast du? Mein Charakter, Wolfgang, ich habe, aber ich bin out of character, also ist schwierig, aber ja. Aha. Mhm. Okay, was wollt ihr machen? Du weißt auf jeden Fall, es gibt eine Menge Food. Du weißt, da spielen Leute Glücksspiel. Du gehst auf Ulf zu, okay. Ich möchte zum Glücksspiel gehen. Okay, erstmal Ulf. Du siehst ein bisschen breiter gebaut, ne? Oben schon keine Haare mehr. Ey, ich rede nicht von dir, auch wenn es dein Kanal ist. Ja, Ulf, ne, hat mal Prime League moderiert anscheinend. Ey! und steht in dieser Barkeeper-Idol-Pose da, wo er gerade so einen Becher hat, den er sauber macht und auswischt. Hey, Ulf, alter Auding, wie läuft die Schicht so? Fargrim, an dich erinnere ich mich. Was kann ich für dich tun? Ein Mäd, so wie immer? Erstmal das Übliche natürlich und ne, ich pack ihn da mit ein bisschen Trinkgeld. Du, sag mal, in deinem Schuppen hält sich da zufällig häufiger ein Priss auf? Hast du schon mal was von einem Priss gehört? Weißt du, Fargrim, ich erinnere mich ja an alle Namen. Von allen Leuten, die hier waren, an das, was sie getrunken haben. Nebenbei so einen Becher, befüllt ihn für dich mit Mehl, stellt ihn hin. Aber Priss, da, ich glaube, da klingelt was. Aber ich hätte gern, also ich glaube, ich brauche da ein bisschen Anregung für, damit ich... Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ich würde noch mal direkt einen Drink mehr nehmen. Wie viel legst du hin? Wie teuer war denn der Met? Das Met 5 Kupfer. 5 Kupfer. Das ist schon gut. Ich habe insgesamt, würde ich sagen, 5 Silber da liegen. Insgesamt hast du ihn gelegt? Ja. Nimmt er sich, steckt er sich ein. Ja, Priss! Der ist ständig hier, ne? Ich weiß nicht, warum genau. Ich habe oft überlegt, ob er hier überhaupt sein dürfte oder ob ich ihn rausschmeiße. Aber der zieht die Leute an und sorgt dafür, dass viel getrunken wird. Insofern bin ich fein damit, wenn er da hinten in seiner Ecke sitzt und er zeigt auf den Tisch, an dem Glücksspiel betrieben wird. Wie erkenne ich ihn? Oh, den wirst du erkennen. Glaub mir. Im Zweifelsfall stellt er sich dir vor. Dann nehme ich meine beiden Getränke und gehe auch in die Glücksspielecke, wo wahrscheinlich der Rest der Bande schon... Ich würde gerne mich nicht direkt hinbegeben, sondern so ein bisschen an eine Wand daneben lehnen und so unauffällig schauen, aber halt die Situation ein bisschen mehr beobachten können, als direkt teilzunehmen. Kannst du sehr, sehr gerne machen. Willst du direkt hingehen? Okay, dann geht Furora da
direkt an den Tisch. Du bleibst erstmal ein bisschen auf Abstand. Und ihr seht, wie jetzt beide, wo ihr näher dran steht, dass an dem Tisch in der Tat Schach gespielt wird. Und zwar sitzt da eine Person auf der einen Seite, eine auf der anderen, ganz viele Leute drumherum, die sich das Ganze angucken. Und die scheinen, um Geld zu spielen. Die haben immer wieder Geld gesetzt und immer wieder, wenn eine Figur geschlagen wird, scheint die andere Person sich Geld zu nehmen. Also es ist eine ganz komische Art und Weise, auf Schach zu wetten. Aber die sind gerade mitten im Spiel und es sieht so aus, als würde Weiß tatsächlich gewinnen. Aber kannst du zwischen den Runden auch immer neu rollen quasi mit dem Geld dann? Dafür müsst ihr ein bisschen länger zugucken. Wenn du aber rangehst, die Leute beachten dich erstmal nicht großartig, die scheinen komplett auf ihr Spiel fokussiert zu sein. Und ihr seht zwei Leute, die gerade gegeneinander spielen. Einmal ein Echsenmensch, so wie man sich das halt vorstellt, ne? Kopf wie von so einer Echse, spitze Zähne, sieht ein bisschen runtergekommen aus, hat so eine Lederrüstung an, scheint vielleicht ein Abenteurer, Söldner oder irgendwas zu sein, der gegen eine sehr, sehr kleine Person kämpft, die oder antritt in Schach, die auf der anderen Seite sitzt und sich so ein bisschen zurücklehnt, sehr selbstsicher zu sein scheint im Auftritt. Und es sieht so aus, als würde der Echsenmensch gerade dabei sein, geschlagen zu werden. Und ist halt natürlich komplett aufgebracht. Also irgendwas, es kann doch nicht sein, dass dieser kleine hier, der hergelaufene, so gut in Schach ist. Das kann, also, ich habe schon viel gesehen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Er tritt einmal so gegen den Tisch, haut so ein bisschen gegen das Brett und steht auf und geht wütend weg, lässt sein Geld aber liegen. Und die Leute drumherum lachen so ein bisschen und es sieht so aus, als ob die Leute, die Pris kennen würden, der an der anderen Seite sitzt, wie Mori weiß, damit gerechnet hätten, dass das passiert. Er scheint sehr, sehr gut in Schach zu sein. Ja, und Pris sitzt da, scheint selbstsicher zu sein, nimmt sich das Geld, guckt in die Runde und sagt, will noch jemand gegen mich antreten? Ihr vielleicht? Und schaut so ein bisschen in die Menge und die Leute ducken sich so ein bisschen weg. Wolfgang. Wie sieht's mit euch aus? Also, ich bin leider etwas einfacher gestrickt, aber ich glaube, Wolfgang ist sehr gut. Ich möchte, dass Wolfgang spielt und dann setze ich all mein Geld auf Wolfgang. Er guckt so ein bisschen an den Leuten vorbei. Wolfgang, mach jetzt. Ihr? Ah. Ja, also ich meine, wenn ich euch so angucke. Was setzt du denn? Es ist eher so, was du setzt, um mich herauszufordern. Und ihr seht tatsächlich, wenn ihr jetzt so ein bisschen genauer hinguckt, Pris sieht nicht aus wie ein Gnom, sondern wie ein kleiner Junge. Der ist ein sehr, 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 sehr kleiner Junge. Ja. 12. Also. Ich setze 10 Gold. Auf mich? Auf Pris. Ich setze 50 Gold auf Wolfgang. Und worum spielen wir? Wir spielen Schach. Ja, aber was kriege ich, wenn ich gewinne? Ja, entweder Wetteinsatz oder du setzt selber irgendwas und dann teilen wir auf. Ich meine, wenn du mich besiegen kannst, aber du siehst nicht so aus, als hättest du was. Und er greift so unter den Tisch und holt so seinen riesen Sack voll Gold raus. Junge, Gold juckt mich nicht. Ich bin hier für Tiere, die Jagd. Guck mal, ich zeig dir mal was. Ich hole einen Unarmed Strike raus. Ich glaube nicht. Was willst du machen? Ich hole ihn in Deutsch raus. Mhm. Schön, ein bisschen verziert, wird gut gepflegt. Blut habe ich abgewaschen. Natürlich. Profi natürlich. Von Tieren. Mhm. Ja. Ja, ich hole was. Den würde ich setzen, wenn du was hast, was auch scharf ist. Außer. Er ist 12. Ich erinnere dich, er ist 12. Okay? Gut. Er guckt dich an mit so einem Grinsen, was immer breiter wird. Du scheinst mir ein interessanter Gegner zu sein. Ich hab hier was. Und er wühlt so ein bisschen an der Seite. Das hat da jemand gegen mich gesetzt und verloren. Und er nimmt so eine Flasche. Und da steht so scharfe Soße drauf. Das ist echt scharf. Das würde ich einsetzen. Bist ja ganz schön witziger. Du hast nach was Scharfem gefragt. Ich meine etwas, was scharf genug ist, ein Hirsch von der Sohle bis zu der Kopfhaut durchzutrennen, sodass die Gedärme rausfließen und nicht etwas, was ich da wieder reintun kann, damit es besser schmeckt. Hast du sowas? Bengel. Du machst mir irgendwie Angst. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber nein, ich bin 12. Meine Ma erlaubt mir nicht mal, eine Schere in die Hand zu nehmen. Dann lass uns spielen. Aber um den Wetteinsatz. Oh, ich spiele nicht ohne Wetteinsatz. Um den Wetteinsatz. Ach so, ja, das ist gut. Und er fängt an, die Figuren wieder neu aufzustellen, die umgefallen sind.
Er ist 12. Aber er ist ein Genie, was Schach angeht. Habe ich nicht erkannt. Natürlich. Er stellt die Figuren neu auf. Wie willst du weiß oder schwarz spielen? Weiß. Okay. Er dreht das Board in deine Richtung um. Du guckst mich so an. Du gibst mir weiß. Ja, klar. Der macht mir Angst. Okay. Gut. Dann spielen wir natürlich keine echte Partie Schach gegeneinander. D7 zu D4. Verdammt. Das würde viel zu lange dauern. Wir hätten jetzt natürlich mentales Battle austragen können. Ich habe Johnny vorher gefragt. Johnny, du bist doch Schachmensch. Wollen wir nicht einfach in echt gegeneinander spielen? Und Johnny war so, Bart, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Ich würde voll gerne. Wäre mir ein bisschen peinlich im Stream. Warte mal, was? Ja, habe ich auch gehört tatsächlich. Ja. Ganz, ganz schwieriges Ding. Deswegen würde ich sagen, du würfelst einfach einmal auf Intelligenz. Ne? Weil Schach ist ja ein Messen der Gehirne. Und sagst mir, was du da hast, ne? Was du für einen Bonus drauf bekommst auf Intelligenz. Das ist eine von den großen Fähigkeiten. Ja, gibt es Erinnerung? Was? Gibt es auch Erinnerung? History. Ach so. Wie bitte? History. History. Nee, Intelligenz ist das Entscheidende. Na gut. Ich habe bei beiden Du darfst aber zweimal würfeln, weil du tatsächlich Schach beherrschst. Also du hast in deinem Leben schon mal Schach Mit dem 20er. Genau, du wirfst zweimal mit dem W20er und du sagst mir, was das höhere Ergebnis davon ist. Ach, Vorteil heißt, man darf zweimal würfeln, um das bessere Ergebnis. Okay. Ja. Da steht plus 2, ne? Ja, dann würfelst du und rechnest praktisch auf dein gewürfeltes eine plus 2. Oh Gott! Also, Wolfgang, meine 50 Gold. Ich sag mal, ich kann gut Schach, aber ich bin noch besser im Würfeln, Bruder. Let's go! Ja, gut, du brauchst nicht zweimal würfeln. 20 ist das, also, ich würde jetzt nur gerne wissen, hab ich Pen und Paper jetzt durchgespielt? Ist, ja. Ist das so, diese Ja, ich werde nie wieder mit dir spielen. Ist das quasi, also, es ich würde hier gerne, ich würde hier aussteigen, ne? Ich würde den Gewinn nehmen und ich würde, okay. Na gut. Also du hast Barts Abenteuer jetzt zerstört schon. Okay. Nein, ach gar nicht. Du sitzt 12-jährige Demütigen in Schach, let's go. Du sitzt vor diesem 12-jährigen Jungen, der dich sehr selbstbewusst anguckt. Er macht so, er hat so eine kleine Brille und er macht so diesen Anime-Move, wo er die so hochschiebt. So, du machst deinen ersten Zug, er setzt den zweiten. Er ist so, ha, du wirst mich niemals besiegen. Und guckt dich an und du setzt den zweiten, setzt so deinen ersten Zug von dir, das Bauer nach vorne, er auch. Du ziehst den Läufer erst Schachmatt. Er hat großen Fehler gemacht, weil ich unterschätzt. Passiert, ja. Passiert halt. Du machst deinen Move. Wie willst du ihn finishen? Willst du irgendwas Krasses sagen? Willst du irgendein Statement da lassen? Er realisiert gar nicht, dass er Schachmatt steht. Das war's. Das ist es? Warte, das kann nicht sein. Du kannst mich nicht in Schach besiegen. Also, doch, es war ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht so schwer. Aber mich hat noch niemand in Schach besiegt. Ja, es gibt immer ein erstes Mal. Ne? Ich sag mal, du bist 12. Ich hab mein erstes Mal noch nicht. Ich bin 12. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Aber ich glaube, du hast eine große Zukunft vor dir, Kleiner. Ne? Man, bei Schach, das ist was, das lernt man über die Jahre mit 12. Du hast ja, ich kann, weißt du, du kannst über die Jahre mit ganz vielen Spielen immer wieder hinkommen und irgendwann, dann werden sie dich Magnus nennen. Das wäre schön. Und jetzt gib mir mein Geld. Okay, oder? Vor allem du. Es ist so, dass alle Leute, die gesetzt haben, und viele Leute haben auf Pris gesetzt, zusammenlegen, die Sachen hin und her schieben und du deinen Fair Share bekommst. Du hast 50 Gold auf Pris gesetzt? 20. 10. Ich habe 50 Gold 10. gesetzt. 20. Du hast 50 auf gesetzt. Ich genau. Brauche mir jetzt 10 Gold, oder? Mods, 10 Gold habe ich gesetzt. Mods? Wolfgang, du brauchst jetzt hier nicht schon wieder einen auf den machen. Ich kenne das nicht anders von dir, aber so... Ich habe den Twitch-Chat nicht offen, aber ich habe die Mods. Warte, ich mache den Twitch-Chat auf. Also okay. ich meine 10 gegen und 50 auf. Ich meine, das waren 20. Nein. Ich war für Wolfgang. Ich meine auch 10. Ist ja meine so oder so. 10. Ich meine auch. Du bekommst... 10 Wolfgang. Du bekommst es waren 10. Alles, was die Leute an sich gesetzt haben, easy ich flow. Das Handy das heißt, weg, Wolfgang. So, ich hab euch. Wolfgang, weg mit dem Handy. Wie viel bekomme ich? 75. 10. Zusätzlich oder nein, inklusive? Mit den 50, die sie selber gesetzt haben. Oh, du bekommst 10. 25 so. Zusätzlich, was echt verdammt viel ist, weil du alle Leute abgezogen hast, weil niemand auf Wolfgang gesetzt hat. Okay. Und Wolfgang, du bekommst von ihm den fetten Beutel Gold, in dem 50 Gold müssen drin sind. 50? Ja. Und die scharfe Soße. Oh, die extra. Nee, ich habe nicht um die gewettet. Hast gesagt, willst du nicht? Will ich nicht. Aber er schiebt die trotzdem hin. Für den Spice. Na, die nehme ich an. Halb. Die nehme ich dann mal mit, ne? Okay. Das ist wirklich scharfe Soße, als ob wir ein Dip hier haben. Notiere ich mir das hier irgendwo? Na ja, kannst du einfach hinschreiben. Reich. Reich, das ist sehr gut. 50 Gold. Oh, aber wirklich verdammt. Oh, ja. Oh. Ja? Ja, 50 Gold ist schon hier. Sehr, 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 sehr viel. Gerade okay. Für einen kleinen Knirps. Du hör mal. Pris. Glaubst du, ich werde irgendwann mal so gut sein wie du? Auf jeden Fall. Pris, ich kenne einen
absoluten Geheimzug. Ah. Den würde ich dir aber nicht hier vor allen zeigen. Okay. Wollen wir gerade einmal mit dem Schachbrett rüber? Am besten einfach nur unter vier Augen, weil ganz ehrlich, der Zug... steckt der gerade ins Schwierigen ab. Habe ich das richtig verstanden? Ganz sicher. Meine Mama hat gesagt, ich soll nicht mit fremden Leuten mitgehen. Na gut, ist kein Problem. Wenn du nicht gut in Schach sein willst, kann man da nichts ändern. Machen Persuasion-Check. Das heißt Überzeugung. Ich würfel einfach erst die 20 und dann gucke ich, was ich habe. Okay. Holst du den 12? Oh, Entschuldigung, jetzt, ich hätte gerne meinen 20er wieder raus. Wenn das jetzt wieder eine 20 ist. Ich würde gerne mit dem würfeln. Puh. Ich verlange nicht mehr in Las Vegas, aber es war eine gute Zeit damals. Eins. Ist nicht drin gelandet. Fängt gut an. Entschuldigung. Nochmal, Johnny, muss drin landen. 14. 13. Na gut. Lockst du jetzt den 12-Jährigen in dein Schachmobil oder was? Ja. Entschuldigung, was muss ich dazu rechnen? Persuasion. Also überreden praktisch. Überzeugen, ja. Das ist eine von den kleinen. Ja, habe ich aber gar nicht. Mit P. Steht da irgendwas vor? Nö. Dann geht auf Charisma. Dann ist es 13. Du müsstest doch sogar. Hast du nicht Charisma minus gesagt? Dann müsstest du sogar abziehen. Aha. Ja. Oh ja, das riecht, da steht minus 1. Ah, da steht minus 1. Dann hast du 12 insgesamt gewürfelt. Er guckt dich sehr skeptisch an. Aber er ist 12, ne? Also. Er ist 12 und du fragst ihn gerade, ob er alleine mit dir mitgeht. Aber tatsächlich ist es so, dass du ihn so in Schach überzeugt hast und er vertraut und unbedingt diesen einen Move lernen will, dass er sagt, okay, wenn ich zu weit weggehen und die anderen... Nein, wir gehen hier nur zum nächsten Tisch. Okay. Alles gut. Okay. Ich gehe mit ihm rüber. Zum nächsten Tisch, ja. Ich baue das Schachbrett auf. So, mein Kind. Das Einfachste, was du machen kannst, nennt man italienische Verteidigung. Du spielst deinen Bauer von E7 auf E5, dann ziehst du den Läufer raus, dann spielst du dieses Pferd und dann erzählst du mir, ob du in Business Money in letzter Zeit vielleicht was gesehen hast. Ja. Du weißt nicht, was ich meine. Na gut, ist kein Problem. Also, das waren die ersten drei Züge. Den vierten verrate ich dir, wenn du mir sagst, ob du in letzter Zeit vielleicht irgendwas rein zufällig mit einer Klinge mitbekommen hast, die vielleicht in so einem roten Tuch war. Ist dir da vielleicht was aufgefallen? Ja, die habe ich letztens gewonnen. Irgend so ein Typ hat die beim Schach gesetzt und hat verloren. Gegen dich? Ja, alle verlieren gegen mich, bis auf dich. Okay, ja, dann italienisch. Das Einzige, was du machst, Läufer dahin, Dame dahin, Schachmatt. So. Und er machte die gleichen Moves. Super, klasse. Ey, richtig gut. Hättest du denn die Klinge? Hast du die danach nochmal gesetzt oder hast du die noch? Wenn ich die gesetzt hätte, hätte ich die immer noch. Ich verliere nicht, außer gegen dich. Ha. Ja. Hast du die dabei? Nee, ich hab die nicht mehr. Hast du die verkauft? Damn, son. Ich bin Businessman. Schau mich an. Ich muss eine Familie ernähren. Mit zwölf. Ja. Für wen sorgst du denn? Für meine Ma. Wirklich? Klar. Ich werde dir von dir erzählen. Ich gebe dir 10 Gold. Wofür? Weil ich ihn mag. Okay. Ich habe das Gefühl, du bist ein guter Junge. Und damit du deine Mama kennenlernen darf. Sind wir jetzt bei dem Step, wo du mir gleich Süßigkeiten anbietest? Und dann? Nein, ich habe mehr Interesse an deiner Mutter als an dir, mein Junge. Das nimmt sehr komische Züge. Alles gut. Wärst du denn so nett, mir zu sagen, wen du das verkauft hast? Datenschutz. Ich meine, warum nicht? An so einen Händler. Haskell, der wohnt hier um die Ecke. Okay. Wo denn? Also ich werde dich jetzt nicht hinführen und hier mit dir rausgehen allein, okay? Will ich auch gar nicht. Du kriegst den völlig falschen Eindruck. Meinst du nicht, ist alles in Ordnung. Wir sollten jetzt auch wieder aufstehen und zu den anderen gehen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Wo ist denn 12? Oh, das macht mich wahnsinnig. Er ist halt ein Wunderkind. Ferron, Femia. Agrim. Tu mal, ich muss mit dir reden, ich habe neue Infos. Du warst aber lange weg. Nein! Was ist eigentlich mit deinen Eiern, David? Also denen, die in diesem Glas. Also, was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist die nächste Runde Drinks sponsern bei dem, was ihr gerade gewonnen habt. Wir sind hier, um Geld zu verdienen. Ich muss schon ein Schachspiel gewinnen. Er hat gesagt, Haskin ist. Er hat die Klinge Haskin verkauft. Das ist ein Händler hier in der Gegend. Wenn es ein Händler ist, ist er wahrscheinlich irgendwo angesiedelt an dem Marktplatz in der Nähe. Aber du hast mit dem noch nichts zu tun gehabt. Okay. Ein Waffenhändler, sagst du?
Ein Händler, habe ich gesagt. Ich weiß nicht, ob das ein Waffenhändler ist. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das kein Gemüsehändler ist, aber ich weiß es nicht. Wollen wir, ey, ist ja Mittag, der Markt hat auf, wollen wir gehen? Dann geh mal vor. Du, hör mal, nimmst du deine Eier mit? Nicht nur die. Trinkst du die scharfe Soße? Also trinkst du die genauso, wie du die da gerade vorgemacht hast? Ja. Okay, dann mach bitte einmal einen Konstitutionsrettungswurf für mich. Mann, versteht. Das Wort Rettungswurf links in dem großen Kästchen. Ich habe aber auch wirklich, also mir die ganze Packung. Ja, ja, da steht der Bonus dafür. So. Würfelst ein W20. Constitution? Ja. Ja. Plus 5 aber. Ja, das ist gut. Warte, du, dein Magen ist viel gewöhnt. 16. Boah, 16. 21. Plus 5, 21. Du nimmst diese scharfe Soße und du äckst die einfach komplett weg. Deine Nebenhöhlen werden frei. Das ist ein richtig befreiendes Gefühl. Aber ansonsten, vielleicht brennt es nochmal später. Aber ich denke, das hat andere Gründe. Vielleicht. Ah, ich weiß gar nicht, was er hatte. Das war überhaupt nicht scharf. Willst du auch mal? Boah. Den hättest du schon fast die Schleimhäute weg beim nur dran riechen. Ist nett von dir, aber ich würde jetzt eigentlich lieber den Händler suchen. Ich gehe noch zu Wolfgang und sage, gut, dass du gewonnen hast, sonst hätte ich dich verbrannt. Das ist witzig. Ich habe an dich geglaubt. Das habe ich gesehen. Okay. Freut mich, dass du reich geworden bist. Legt das Geld gut an, ne? Natürlich. In Messer. In Feuer. Okay. Wenn dir das lieber ist. Ihr macht euch auf den Weg Richtung Marktplatz. Würde ich schon sagen, ja. Okay. Ich würde sagen, ihr braucht nicht lange, um dort anzukommen. Wenn ihr vorne noch irgendwas machen könnt, gerne. Ansonsten seht ihr, der Marktplatz an sich ist natürlich voll besetzt. Es gibt einige Stände, die aufgebaut sind, wo Leute einfach irgendwas feilbieten. Fleisch, das nicht mehr ganz so gut aussieht, ne? ein bisschen grau ist tatsächlich in manchen Ständen. So die Stände, die auf diesem Marktplatz an sich stehen, sind eher runtergekommen. Ne? Das sind so Leute, die wirklich viel umherrufen, falschen. Wonach ihr sucht, ist so ein fester Laden, der in den Häusern drumherum aufgestellt ist. Und ihr geht einfach so ein bisschen an den Fassaden vorbei und ihr findet von Schustern zu Schmieden alles Mögliche dort angesiedelt. Ihr findet aber nach einer Weile einen recht kleinen Shop mit einem sehr schön verzierten Schild, wo einfach nur Haskells allerlei draufsteht. Und auch die Tür scheint aus sehr robustem, schön bearbeiteten Holz zu sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr eintreten. Das ist der Laden. Sieht gut aus. War jemand von euch schon mal hier? Ich bin nicht so gern bei Händlern. Ich glaube, ihr seid alle gar nichts gern. Hm? Wo denn dann? Darüber möchte ich nicht mit dir reden. Na gut. Meine Hobbys sind mein Ding. Auf jeden Fall ist er oft mit 12-jährigen kleinen Jungen unterwegs, offensichtlich. Aber das gut. Das hast du völlig falsch verstanden. Das ist doch jetzt hier wirklich eine böse Unterstellung. In Retroperspektive hätte ich vielleicht eher sagen sollen, dass das ein Gnom ist. Einfach, weil ich euch... okay, aber ihr tretet ein und ihr hört so dieses kleine Glöckchen, was über der Tür klingelt. Und ihr merkt direkt, die Luft in dem Raum ist warm, riecht gut im Verhältnis zum Rest der Stadt. Und ihr seht, dass es eher so ein bisschen wie ein gemütliches Wohnzimmer aussieht, nur dass auf der euch gegenüberliegenden Seite wie so ein Tresen ist praktisch, hinter dem eine Person steht. Also es scheint sehr heimlich zu sein, wo ihr gerade seid. Die Person, die hinter dem Tresen steht, trägt eine Weste, darunter ein weißes, sehr feines, sehr sauberes Hemd, das auch nicht wirklich in die Stadt zu passen scheint, und ist ein Tiefling. Das sind so Halbdämonen, ne, so kann man sich vorstellen, hat bronzene Hörner, graue Haut und ist schon ein bisschen älter, hat trotzdem noch eine Menge Haarwuchs, graue Haare, die er so ein bisschen nach hinten zwischen den Hörnern gemacht hat. Und er schaut auf, als die Klingel praktisch läutet. Hallo, was kann ich für euch tun? Herzlich willkommen bei Haskells Allerlei. Er beugt sich immer so ein bisschen nach vorne. Klinge! Wir suchen eine Klinge. Eine scharfe Klinge. Wofür? Ja, was macht man mit einer Klinge wohl? Also Sachen. Was, Herr Gutherr? David meint, wir suchen eine besondere Klinge, gefertigt aus einem Unterkiefer. Von einem Wesen. Die wurde euch vor kurzem von einem Priss verkauft. Erinnert euch? Der kleine 12-jährige Freund von dem Typen da vorne. Ja, die verstehen sich ziemlich gut. Also die sind auch regelmäßig... Wir spielen beide Schach. Ich bin nur sein Trainer. Alles gut. Also. Das würde erklären, warum er so gut darin ist, Schach zu spielen. Oh ja, er ist überragend. Ja, ich muss sagen... Also er verschwindet mit ihm dann immer in irgendeine Ecke... Ganz alleine. Er ist quasi ein Privatcoach von ihm im Schach. Also die machen die immer so 1 gegen 1 Sessions. Verschwinden auch. Kommen beide.
glücklich raus. So, kommen wir zurück zur Klinge. Okay. Ich wollte gerade sagen, ihr seid hier in einem Geschäft und ich würde mich freuen, wenn das auf einer geschäftlichen Ebene bleibt. Ich kann mich erinnern, ja, die Klinge befand sich in meinem Besitz. Ihr müsst wissen, ich kaufe Artefakte und gebe sie weiter an meinen Herrn, der sie sammelt. Insofern habe ich auch dieses Artefakt oder diesen alten Gegenstand ersteigert und ihn zu meinem Herrn gebracht, so wie ich das auch sonst tue. Das heißt, der Gegenstand befindet sich nicht mehr in meinem Besitz. Wenn ihr möchtet, kann ich euch versuchen, etwas Ähnliches zu beschaffen. Ich bin sehr gut darin, solche alten Gegenstände aufzutreiben. Wir brauchen genau diese Klinge. Vielleicht könnten wir euren Herrn kennenlernen. Vielleicht mag er uns diese Klinge zeigen. Meint ihr, Gilbert, fällt das auf? Also wir können die doch einfach verpacken. Also, und ihm, also nur unter uns. Wenn er gegen Pris verloren hat, in Schach. Also, der ist 12. Also, jetzt mal deine Obsession mit 12 Ringen beiseite. Könnt ihr uns zu eurem Herrn führen? Ich kann mich darum kümmern, dass ihr eingeladen werdet. Das wäre vielleicht eine Option, ja. Habt ihr denn irgendetwas, was ihr vorbringen könnt? Mein Herr trennt sich sehr ungerne von 50 Gold. Das ist aber ein bisschen viel. Hast du 50 Gold? Das ist wie so ein Kredit, weißt du? Also wir nehmen das. Ich würde nur gerne wissen, von wem der Kredit vergeben wird. Ja, du hast doch gerade 50 gewonnen. Ich habe nur noch 40. 10 habe ich an 12. 40 Gold. Gold spielt für meinen Herrn keine große Rolle. 80 Gold. Das ist immer noch Gold, von dem ihr redet. Die Zahl ändert nichts daran, dass es Gold ist. Ihr könnt dieses spezielle Ausstellungsstück haben. Ihn. Und er mustert dich. Ich bin unbezahlt. Er kommt einmal hinter dem Tresen hervor, hat so eine Lupe oder so ein Vergrößerungsglas und kommt dir einmal sehr, sehr nah, muss natürlich an dir hochgucken und guckt dich einmal so ein bisschen ab. Das sieht mir gebraucht aus. Das ist nur der obere Teil, der untere Teil ist kaum gebraucht. Welt ist hart da draußen. Würdet ihr eventuell eure Kleidung für mich ablegen? Okay. Könnt ihr weggucken. Na gut. Auch du, Wolfgang. Ja, ist ja auch. Besonders du, Wolfgang. Ich sag euch Ost ja, kaum weg. Gebraucht da unten. Aus die Beine deiner Mutter. Okay, dann ja, okay. Zieh ich mich aus. Er mustert dich eingehend, holt so einen kleinen Notizbuch auf, schreibt sich so ein paar Sachen auf. Kleine ich glaube, Nippel. Ich wollte das jetzt nicht so sehr aussehen. Genetisch. Aber er macht sich so ein paar Notizen. Ja, okay. Goliath. Bist du fertig? Heftig. Es ist kalt hier drin. Oh, das tut mir leid. Ihr könnt euch wieder anziehen. Könnt wieder gucken. Ich glaube nicht, dass ihr dem gleichen Wert entspricht wie ein antikes Messer, von dem es keine derart mehr gibt. Zumindest wie viel gibt es denn von mir? Einige. Hey. Und ich glaube, mein Herr besitzt 2 von deiner Sorte, die besser gebaut sind. Ich will dir nicht zu nahe treten. Johannes? Er hat gesagt, du bist fett. Wir haben den vor 3 Jahren verloren. Aber... Es ging ja erstmal nur um die Einladung. Den Preis kann man ja später Johannes. Festlegen. Also, tatsächlich befindet sich einer von Ihnen seit 3 Jahren in unserem Besitz. Ja. Johannes! Ja, ich werde sehen, was ich tun kann. Vielleicht kann ich ein Treffen arrangieren. Mit Johannes oder dem anderen? Ich glaube, das wäre etwas für ein Showformat, wo man Familien wieder vereint. Ich rede über das Artefakt und meinen Herrn. Natürlich. Hat Ihr Herr Angst vor Feuer? Das weiß ich nicht. Ich würde sagen, nein. Okay, schade. Vielleicht. Ich würde euch trotzdem bitten, hier nichts in Brand zu setzen, falls ihr das damit suggerieren sollt. Ist das ein Versuch, mich zu manipulieren? Nein. Ich möchte nur Ihren Herrn kennenlernen. Ja, also ich werde sehen, was ich tun kann. Ich würde sagen, kommen Sie morgen einfach zu dieser Adresse und er gibt euch so einen Zettel, wo eine Adresse draufsteht. Wenn ihr euch ihm vorstellen wollt, dann solltet ihr euch vielleicht etwas herausputzen und gucken, dass ihr einen guten Eindruck hinterlasst. Er ist sehr wählerisch, was die Leute angeht, mit denen er verkehrt. Und, nur aus Interesse, wie alt ist der Herr? Mein Herr. Ja, ist er. Nun, genau kann ich euch das nicht sagen. 12? Nein.
Es ist nicht Priss, falls ihr danach fragt. Mir ging es jetzt. Okay, na gut. Ging es jetzt mehr um die. Er nimmt nochmal sein Notizbuch rauf, wo er sich über dich gemacht hat. Scheint nicht so smart zu sein. Schwer von Begriff. Etwas komisch. Findet euch morgen an dieser Adresse ein. Er gibt euch noch so eine goldene, wie so eine Visitenkarte. Das ist wirklich einfach nur ein Stück Gold, was so groß ist ungefähr, wie so eine Visitenkarte. Damit findet ihr Einlass. Und er übergibt es dir. Ich steck das ein. Gehen wir raus? Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Habt ihr eventuell etwas, was ihr verkaufen wollt? Mich wollt ihr ja nicht. Nun, wir... Was bietet ihr? Der braucht sich nicht ausziehen. Ich habe ein bisschen Mitleid mit euch und wir würden euch nehmen, aber es wäre nicht viel Gold, welches ihr bekommen würdet. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Okay. Nee, aber war nicht mehr Geld als bei Johannes. Gut, dann... Was liegen denn da für Waren in der Auslage? Also haben wir da irgendwas gesehen? Gar nichts. Okay. Es ist wirklich wie so ein Wohnzimmer und es sieht eher aus wie so ein Besprechungsraum. Und nach dem, was er sagt, hast du das Gefühl, er kauft eher Sachen an, als dass er großartig was verkauft. Auch wenn der Name dann ein bisschen irreführend ist. Hast du nicht noch eine Antiquität zu Hause? Dann laden wir noch Horst Lichter und so ein und dann... Du musst die ganze Zeit bei Wolfgang an Wolfgang Petri denken. Das ist die ganze Zeit so ein Ohrwurm von den Songs von dem. Das war mein Plan. Also quasi, der Händler ist so gesehen Bares für Rares in D&D. Gut. Richtig, richtig. Wollt ihr noch irgendwas machen? Weil er hat euch gesagt, am nächsten Tag soll ich euch an der Adresse einfinden. Ich würde gerne mal untereinander reden. Klar, gerne. Genau, aber wir gehen raus. Ne? Nicht im Laden, ja. Okay, sehr gute Idee. Dann betretet ihr wieder die Straßen und vor euch der volle Marktplatz. Leute laufen hin und her, niemand scheint euch großartig zu beachten. Du hör mal, der war doch viel zu nett. Also, warum stellt er sich eher seinen Herrn uns vor? Wir haben denen gar nichts gegeben. Der ist, für mich riecht das verdächtig. Ich finde das auch verdächtig. Ja? Vielleicht will er uns verkaufen. Ja, ich glaube, du hast eine gute Intuition. Ich glaube, ihr Menschen seid einfach viel zu paranoid, aber ich meine, was soll schon passieren? Wenn es eine Falle ist, lassen wir sie zuschnappen, oder nicht? Das klingt ja nach... Also, du willst, nur damit ich das verstehe, du bist unser Anführer und du sagst, wenn es eine Falle ist, gehen wir in die Falle. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Naja, dass wir in der Falle sind. Der Tod. Der Tod. Ihr fürchtet den Tod. Ihr glaubt, dass wir es nicht... Dieser Herr Muskelberg, diese verrückte Feuertante, und ich weiß gar nicht, was ihr gut könnt, aber... Wir sind hier mitten in der Stadt. Was soll denn passieren? Ich weiß nicht, aber... Was habt ihr mit dem 12-Jährigen gemacht, dass ihr so viel Angst habt? Was hat er mit ihm? Darum habe ich keine Angst. Ich habe eher Angst, dass wir mit einer Frau in Two and a Half Men durch die Gegend rennen und dann da in so eine Falle marschieren. Lass uns doch morgen abwarten, wenn der Herr da ist. Ihr könnt da hingehen, ich werde oben auf dem Dach stehen. Ich lauf da doch nicht in eine Gasse rein und sag, hier bin ich, bitte schlacht mich ab. Wie kommt er denn jetzt auf eine Gasse? Wir sollten uns in diesem Laden treffen. Wo treffen? Der hat ein bisschen genuschelt, sorry. In dem Laden. Laden? Och, nö. Er hat euch eine Adresse gegeben. Aber eine andere? Ja. Er hat einen Zettel mit einer Adresse drauf. Ich zeig das mal vor. In diesem Laden hier treffen. Er ist doch eine Adresse, muss doch kein Laden sein. Kann auch ein Platz sein. Dann checkt von mir aus vorher diese Adresse aus. Ich guck nach. Google Maps. Und wie viel Bewertung? Okay. Ich kenne die Laden. Ist ein Laden. Ist kein Laden. Ist kein Laden? Tatsächlich ist die Adresse irgendwo in den Hochspitzen und das ist der Bereich der Stadt, wo die ganz, ganz reichen Leute wohnen. Oh. Würde es euch beruhigen, wenn wir vorher die Location einmal genauer untersuchen? Ich fände das super. Ich auch. Hast du was Schickes zum Anziehen? Was Schickeres? Das passt mir nicht. Wir können doch shoppen gehen. Wir haben doch Zeit, bis morgen. Ich habe schon 10 Gold verloren. Ich habe viel Geld gewonnen. Dann kannst du ja einen ausgeben. Nein, ich für dich. Aber für Wolfgang. Durch ihn habe ich gewonnen. Ja, die Leute geben immer für Wolfgang aus. Dann gebt ihr aber auf nie für Fall David. Shoppen, ich poliere meine Rüstung. Na gut. Ist das wieder so ein für irgendwas oder polierst du wirklich deine Rüstung? Ich poliere wirklich die Rüstung. Okay, wollt ihr euch kleinen kaufen? Aber vielleicht schmiert er auch seine Rüstung.
Oh mein Gott. Oder kippt sich einen in die Rüstung. Jetzt reicht's aber auch. Reicht auch wirklich. vielleicht kippt er sich einen in die Rüstung. So. Okay. Ich würde sagen, wir brauchen nicht großartig ausspielen, wie ihr euch Kleidung besorgt. Ihr habt genügend Geld. Wenn ihr euch fancy Kleidung besorgen wollt, ist das auf jeden Fall machbar. Gut. Das heißt, du holst den Anzug oder sowas? Oder was ist dein Ding? Holst du den Anzug oder sowas? Oder? Ja, hier Krawatte. Mhm. Vornehmen. Schmink. Was machst du? Ich gehe shoppen und mir ein Kleid. Okay. Also auch vornehmen. Ja. Ich hole mir so ein viel zu enges Hemd. Was, wo, wenn man die Knöpfe so zumacht, das ist schon so, weil ich so breit bin, so die Knöpfe, die arbeiten besonders hart quasi. Und bauchfrei? Geht auch nur bis hier und man sieht auch noch so ein bisschen von meinem Bauch. Okay. Und dann stehe ich so da. So besser. Nein. Ich kann auch nicht atmen. Brauchst du Hilfe? Ja. Ich bleib einfach so. Sieht doch gut aus, jetzt. Man sieht deine kleinen Nippel so ein bisschen. Aber ansonsten, ja, wenn es offen lässt, geht es klar. Für dich ist es immer noch deutlich gehobener als vorher. Wollt ihr am nächsten Tag einfach hingehen oder wollt ihr euch zwischendrin nochmal mit Geber treffen, der euch ja darum gebeten hat, so schnell wie möglich wiederzukommen, wenn ihr irgendwas wisst? Wir wollten noch die Location auschecken, dachte ich. Das könnt ihr auch machen. Meinte der Wolfgang, der Wolle. Okay, ja. Dann geht ihr Richtung der Hochspitzen. Das ist in dieser großen Stadt und in diesem Höhlengebilde, sind das wie so riesige Stalagmiten, die aus dem Boden wachsen und Häuser, die draufgebaut sind oben. Deswegen heißen die so, weil die halt ganz oben auf den Spitzen sind und man sehr gut die Stadt von dort überblicken kann. Und zwischen diesen Stalagmiten wachsen... Hat sich gerade der Hintergrund geändert? Das ist crazy, ne? Wow. Like really? Der Hintergrund hat sich schon häufiger geändert jetzt. Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Das war erst eine Bücherei oder so ein Studierzimmer, dann war es... Eine Bar. Ja. Und jetzt, was ist das? Production Value, Alter. Genau, auf diesen Stalagmiten sind ganz viele sehr, sehr prunkvolle Häuser, Villen teilweise, in denen reiche Leute wohnen. Die sind verbunden mit so Brücken zwischen den Stalagmiten. Und hoch kommt man nur mit Aufzügen. Das sind entweder so Flaschenzüge, wo man so einzelne Leute hochfahren kann, oder halt große, schwere Lastenaufzüge. Wenn ihr wollt, könnt ihr damit auch hochfahren. Kostet einen kleinen Obolus, da immer wieder hoch und runter zu tuckern. Sugar Daddy hat uns. Sugar. Du gönnst. Das wäre machbar, wenn du das zahlen möchtest. Und wenn ihr zu eurer Adresse geht, ihr müsst so ein bisschen rumfragen, aber ich würde sagen, schafft ihr. Du kannst, wenn du möchtest, einmal einen Survival-Check machen. Survival? Wolfgang, genau, weil das sowas wie Fährtenlesen, Orientieren ist. Einfach nur, um zu gucken, ob du dich zurechtfindest. Ja. Und um zu gucken, was du diesmal würfelst. Ich will, dass irgendwann die 20er alle raus sind und ihr nachher nur noch Kacke würfelt. So funktioniert das. Survival plus 4. Oh. Also. Ich schicke dich kein minus 8. 14. Oh, 14. Ey, was hat das denn nur plus 4? Gut? Plus 4. 18 insgesamt, das ist sehr gut. Ihr schafft es sehr, sehr schnell, euch zurechtzufinden. Ist tatsächlich für dich kein Problem. Na, du hast ungefähr die Lage durch die Adresse, fragst dich ein bisschen rum, die Leute zeigen einfach nur in die Richtung und du gehst halt einfach, vertraust deinem Orientierungssinn. Und ihr steht irgendwann vor einem Grundstück, was einfach durch eine sehr simpel aussehende Steinmauer abgegrenzt ist, aber ihr seht eine unfassbar fancy aussehende Villa, die auf diesem Gebiet, auf diesem kleinen Grundstück steht. Sehr, sehr hoch gebaut, 3 Etagen, Fenster, die mit buntem Glas versehen sind, wo man nicht wirklich durchgucken kann, aber alles so sehr in so einem alten Stil mit den ganzen Bögen und ein großes Tor, was aus Metall zu bestehen scheint, so ein bisschen wie Bronze oder Kupfer und ja, das ist das, was ihr vor euch seht. Niemand, der irgendwie da steht, sondern einfach eine offene Einfahrt, wenn man so möchte, ein offenes Tor, durch das man an das Haus rantreten kann. Beim Hammer Moradins, das ist ja mal ein Prunkgemäuer hier. Ja, wenn es ein Zwerg beeindruckt, was sagst du denn? Das sieht alles sehr teuer aus und schwer im Flammbar. Tatsächlich wäre es vielleicht leichter in Flammbar. Du hast einen guten Blick dafür. Woraus ist denn das gebaut? Das Haus, die Fassade aus Stein mit sehr vielen Holzelementen oder Ornamenten, um das Ganze so ein bisschen zu versieren. Geil, mit Stein kenne ich mich aus. Ist der Stein von hier? Wahrscheinlich nicht. Der sieht dafür einfach zu wertvoll aus. Welche Mineralien sind verbaut? Du kannst, wenn du möchtest, die chemische Zusammensetzung. Du kannst, wenn du möchtest, gerne einmal würfeln auf Natur, um zu gucken, was das für Stein ist. Ja, aber ja. Ich habe ja Stone Cunning. Oder so. Whenever you make an
Intelligence, in Klammern History Check, related to the origin of stonework. Das findet hier auf jeden Fall Anwendung. You are considered proficient in history skill and add double your proficiency bonus to the check. Dann mach das sehr, sehr gerne. Yep. Also plus 4. Machen wir diesen komischen Würfel daraus. Jo. Der komische Würfel. Du meinst den Würfel des Glücks? Na gut. Musst du mit. Ist das eine 1? Du hast deine Steine verbaut, oder? Ja, du meinst den Würfel des Glücks. Es ist eine 7. Ah, ich dachte, das wäre eine 1. Nee, 1 ist ein... Das ist die 1, oder? Ah, jetzt hast du eine 1. Ich sehe den Unterschied bis hierhin. Ja, eine 1 wäre das Schlimmste gewesen, was man würfeln kann. Da passiert eigentlich immer Mist. Aber du hast eine 7 gewürfelt, insgesamt 11. Es ist Gestein, welches hier so nicht vorkommt. Also es besteht jetzt nicht aus dem gleichen Gestein wie zum Beispiel Stalagmiten oder so. Wurde wahrscheinlich hergeschafft von ein bisschen weiter weg. Irgendwas Richtung Andesit oder so. Aber nichts, wo du jetzt sagst, so, boah, das kenne ich, das von zu Hause, hat Mama damals immer gebacken im Ofen. So, ne? Sondern es ist einfach fancy. Es ist sehr wertvoll. Heute kann man da irgendwas klauen? Was möchtest du denn klauen? Irgendwas, was teuer aussieht. Also der Garten an sich ist erstaunlich wenig verziert. Und das Einzige, was du siehst, ist so, sieht aus wie so eine Gans aus Stein. Richtig hässliches Ding. Steht vorne neben der Tür. Die könntest du mitnehmen? Nee, ist schwer und hässlich. Ja. Ja. Aber ansonsten steht da nicht. Schwer hässlich. Okay. Schwer hässlich. Von außen tatsächlich wenig beeindruckend. Für jemanden, der gerne Sachen sammelt oder so, ist es sehr ordentlich. Okay, Meister Wolfgang. Wir haben jetzt die Location ausgecheckt. Und ich verwende viele Anglizismen für ein Fantasy-Szenario. Wir haben also jetzt diese Örtlichkeiten erkundet. Oh, ja. Seid ihr zufrieden? Nein. Dieser Ort sieht doch gar nicht da aus, als würden hier Artefakte lauern. Das heißt, der... Wie sieht denn ein Haus mit Artefakten aus? Hier wohnt irgendein reicher Zwerg. Sie haben doch hier diese Hallen. Ich denke, das Artefakt ist an einem anderen Ort. Wir gehen hier morgen hin, wir quatschen mit dem, dann sieht der den da, dann sagt der, nee, mach ich nicht. Und dann können wir uns da direkt sparen. Ich würde sagen, wir brechen da ein, schauen, wo der sein Artefakt hat und machen das Ding ein bisschen schneller. Warum gehen wir nicht durch die Vordertür, halten uns an Recht und Ordnung, reden mit ihm, vielleicht. Während er den Satz macht, nehme ich schon Anlauf, um die Vordertür einzugehen. Nein, warten. Hör doch mal zu. Ich bin auch für ein bisschen Chaos. Was denn? Ich dachte, du willst die Vordertür einziehen. Nein. Wir gehen morgen dorthin. Und wir können dann immer noch einbrechen, aber wir wissen morgen, wo er es aufbewahrt. Weil wir schon mal da gewesen sind. Und danach können wir es anzünden. Von mir aus auch das, verrücktes Mädchen. Aber wenn wir morgen reingehen, wissen wir, wo er es aufbewahrt. Wenn morgen die Kacke dampft, trägt der Minotaurus da mich zuerst raus. Was trage ich raus? Mich. Auf deinen Arm. Ja, dich tragen, das kenne ich. Meinst du jetzt bei den Legenden? Es ist in Ordnung, wenn ihr einfach nah seinen Nippeln sein wollt. Es sei euch gegönnt, aber... Diese Übersexualisierung hier, die gefällt mir gar nicht. Na gut, dann lass uns schlafen gehen. Ich will euch nicht mehr sehen. Ich drehe um und marschiere davon. Okay. Was macht ihr alle den Abend über, wenn Wolfgang alleine schlafen geht? Ich suche ein Lagerfeuer, in das ich stundenlang reingucken kann. Okay. Willst du dir selber ein Lagerfeuer entzünden? Oh boy, please no. Ich hätte eine logistische Frage. Wenn da kein großes ist, dann ja. Okay. Aber irgendwo abseits. Es gibt so ein bisschen am Rand der Stadt oder der Bezirk, an dem ihr euch befindet, so ganz viel Schrott, der gelagert wird. Da sitzen normalerweise Leute, die halt echt nicht einen Ort zum Leben haben oder wenig besitzen, um sich irgendwo vielleicht einen Unterschlupf kaufen zu können oder so. Die machen immer mal wieder so kleine Feuer, aber das reicht dir irgendwie noch nicht. Okay. Aber du sammelst noch mal ein bisschen mehr und zeigst denen, was ein richtiges Feuer ist. Ja, ich mache großes Feuer, ja. Es kommen dann ganz viele Leute so von den Leuten drumherum und stellen die sich da mit ran, gucken mit das Feuer, wärmen sich so ein bisschen. Ist vielleicht eine gute Tat, auch wenn es für ist dich süß, eher passt. Ist süß, aber ist mir egal, ja. Genau. Was wolltest du logistisch fragen? Ja, Wolfgang geht ja schlafen. Ja. Wo? Wo schläft dein Charakter normalerweise? Mittelklasse. Ich dachte, Gasthaus. Achso, ja. Wir sind jetzt zurück in der Stadt und zurück zu unseren Gemächern. Genau, ihr könnt hingehen, wo ihr wollt. Also ihr könnt die Nacht verbringen, wie ihr möchtet. Wenn ihr dann noch was machen wollt, euch vorbereiten wollt. Wohnst du zufällig in der Stadt? Oder deine Familie?
Mit Müttern von 12-Jährigen. Oh nein, oh not again. Okay, nee, ich penne einfach in so einem Mittelklassen-Gasthaus, aber ein bisschen ruhiger. Wo sind wir denn bisher untergekommen? Oder sind wir? Sag mir, wo ihr bisher geschlafen habt. Ach so. Ja, wohnen wir in der Stadt? Mhm. Ja, penne ich zu Hause. Okay, wenn du einen festen Wohnsitz hast, ist halt teuer, ne? Deswegen frage ich. Also die meisten Leute mieten sich irgendwo in einem Gasthaus ein. Oder wenn man gar kein Geld hat, schläft man auf der Straße. Oder ja, Gasthaus, komm, -2 Abfahrt. Ja. Auch Gasthaus. Du mit deinem Feuer irgendwo. Irgendeiner Specht oder wo? Spandauer Bock. Auf jeden Fall woanders, aber viel zu laut. Spandauer Bock. Spandauer Bock. Ist eine Option. Na gut. Ja, ich laufe Johnny bis zum Gasthaus hinterher. Wolfgang. Und dann setze ich mich einfach so vor das Gasthaus auf die Bordsteinkante. Fang an, mir es da gemütlich zu machen. Sehe ich das? Massierst deine kleinen Nippel. Vielleicht. Also die Frage ist, fängt er das schon an, bevor wir reingehen ins Gasthaus? Ja, er meinte, er folgt euch, also würde das wahrscheinlich nicht sein. Also unmittelbar hinter Wolfgang. Okay, quasi. Unmittelbar, ja, dann kriegst du es mit. David. Hm? Willst du hier auch ein Zimmer nehmen? Schläfst du immer auf der Straße? Ja, das ist halt normal. Ich kenne nichts anderes. Ist dir nicht kalt? Das gleiche gedacht. Naja. Du kannst mich jederzeit man gewöhnt, rufen. Man gewöhnt sich halt dran. Das ist ganz schön traurig. Ich weiß nicht, was dieser Kerl in der Birne hat oder nicht. Ja, der Spannauer Bock, der hat doch hier diese Hotel-Suite. Suite hat er. Komm, kriegst ein Zimmer auf meine Kosten. Wirklich? Ja, natürlich. Ach komm, du großer Klotz, komm her, mein Junge, ne? Ja, nee, Wolfgang. Ist er. Ja, ja. Okay. Na, oh, du bist wirklich stark, du bist ein fucking Goliath, du hast mal heute auf. Alter! Zack! Oh. Oh. Ist das blöd? Ja, oh shit, wir haben hier ein technisches Problem. Warte, bin ich frei? Nee. Warte, wir sind alle. Musst du das Mikro runtermachen, Sola, runter? Oh. Ja, nach unten. Ja, da nach unten. Ja, perfekt. Okay, das war crazy. Da hat's geknistert. Ich dachte kurz, ich sterbe. Also in real life. Okay, geh rein und hol den. Kostet schon ein bisschen was. Ich würde sagen, also die Suite kostet schon so 30 Gold. Was? Ja. Ist die fucking Suite mit. Mensch, die Straße. Ich wollte nochmal sagen, das war wirklich. Also das ja. War, ich bin so glücklich. Ja, sag das mal. Weiß ich wirklich zu schätzen. Ja, alles schön. Ist das typisches Verhalten bei euch großen Leuten? Ist, gehört das so zur. Also ist das wie euch Part? Ich war immer allein, ich kann es nicht sagen. Okay. Sehr sonderbar. Aber wo die Liebe hinfällt, ne? Ich hole mir einfach Zimmer. Gute Nacht, Bier. Gibt es eins für Zwerge? Ja, klar. Ich schlafe sehr glücklich ein. Okay. Dann verbringt ihr die Nacht da. Aber ich würde tatsächlich also nicht sofort schlafen gehen, sondern ich würde im Gasthausraum sollten dort Getränke feil geboten werden und vielleicht das ein oder andere Würfelspiel stattfinden, mich dem anschließen. Kannst und den Geschichten lauschen. Vielleicht werden da interessante Gespräche geführt oder Legenden erzählt von Tyreif dem Großen oder so. Wie du siehst, nachts ist es sehr voll tatsächlich in dem Gasthaus, in dem ihr eingekehrt seid. Gibt sehr viele Leute, die erzählen. Ist ein bisschen komisch, wenn sich einfach so ein Zwerg daneben setzt und so zuhört, während die Leute gerade in privaten Gesprächen sind. Aber es gibt halt auch ein paar Leute, die sehr offen erzählen, und nachdem man angetrunken ist. Ne, ist die Stimmung halt sehr gut. Es gibt niemanden, der Würfelspiele spielt. Es gibt ein paar Leute, die Kartenspiele spielen. Wenn du möchtest, kannst du damit machen. Gibt es auch jemanden, der Schach spielt? Es gibt niemanden, der Schach spielt. Es ist tatsächlich schön, dass es nicht so oft gespielt wird. Dafür muss man schon sehr smart sein. Aber es werden Karten gespielt. Oder 12. Commander wird gespielt, tatsächlich. werden Karten gespielt. Scheint ein sehr simples Spiel zu sein. Werden immer 3 Karten ausgelegt und der die höheren 3 Karten hat, gewinnt halt. Ist so ein bisschen bluffen. Okay, dann ne, niedrige Einsätze, Geselligkeit, Drinks. Würfel einfach mal ein W20 für mich. Wir gucken mal, wie gut es ist. Wenn es geil ist, gewinnst du. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja, ich dachte, jetzt kommt nochmal die Kamera. Ich sehe es nicht. Ich auch nicht. 20? Oh! 20, wow. Ja, ich kann mit euch nicht spielen, wirklich. Er hat niedrige Einsätze gesagt. Er hat gesagt, niedrige Einsätze. Ja. Ja.
20 Gold. Nein. Also ich würde sagen, wenn du so ein bisschen spielst, bevor du schlafen gehst, du willst ja auch genügend Schlaf kriegen und so, kriegst du 23 Gold, was echt was? Ist. Du ziehst die alle über eine Natural 20, du ziehst alle Leute über den Tisch und einer von den Leuten legt sogar sein Holzbein drauf am Ende, was du auch kriegst. Also du hast jetzt einfach ein Holzbein und er nicht mehr. Und siehst, wie er so aufstehen will, um loszulaufen, vergisst, dass er es gesetzt hat und hinfällt. Selber schuld, da hätte er die setzen dürfen. Mein Bein! Warte das an. Ah! Und du hast jetzt ein Holzbein und 23 Gold. Okay. Du kannst danach, wenn du möchtest, zufrieden und leicht angetrunken schlafen gehen. Das ist das, was ich vorhabe. Und bereit für den nächsten ist Tag. Ist das Holzbein irgendwie besonders kunstfertig oder relativ simpel gehalten? Es ist eher so ein Stock an einem Eimer, wo er sein Bein reingemacht hat. Aber die Gesichter an. Lola sieht sich selbst in dem Bild. Die Gesichter. Ja, die sind gut. Das ist Kunst. Ja, ich habe einen Verdacht. Ja, ich auch. Aber gut, auf jeden Fall macht euch alle ready. Nächster Morgen, ihr steht auf, frühstückt ein bisschen, ne, bereitet euch auf den Tag vor und wollt ihr euch vor Ort treffen? Wollt ihr noch irgendwas machen? Wollt ihr Gilbert unterrichten davon, was ihr erfahren habt? Ich würde auf jeden Fall zu Gilbert gehen morgens, ja. Na gut. Du bist ja der Chef, du entscheidest ja eh. Ich meine, der lässt sich doch was am Preis machen, oder? Er wurde gesagt, er wurde überfallen, aber offensichtlich ist er einfach nur eine Niete in Schach. Aber vielleicht gab es ja zwischen Gilbert und Pris noch einen Eigentümer der Klinge. Oder glaubt ihr, dass Gilbert sie direkt an Pris verloren hat? Würde er etwas so Wertvolles ich glaube schon. Im Schach setzen? Aber der Händler meinte, er hat es von Pris. Pris meinte, er hat es von jemandem, der Schach gespielt hat. Das heißt, die Kette und... Hat Gilbert gesagt, Gilbert, er hat es von Pris verloren? Ja, Gilbert hat uns gesagt, wir sollen Pris suchen. Er hat nicht... er hat gesagt, ein kleiner Junge. Kleiner Mensch, passt schon. Aber hat also, ich meine, warum sollte Gilbert sonst Pris beschreiben? Ja, ich meine, es gibt schon nicht viele Dinge, die kleiner sind als du. Also ich würde schon sagen, dass das sehr wahrscheinlich... Aber hat er nicht von einem Dieb gesagt? Warum seid ihr eigentlich so fixiert auf Größe? Warum ist euch das so wichtig? Müsst ihr irgendwas kompensieren? Während die sich streiten, versuche ich, Moris Frage in meinem Kopf zu beantworten und denke sehr konzentriert. Hm. Und man merkt, dass ich sehr konzentriert denke. Nichts kommt bei mir. Nee, also das kriegen Sie ja völlig in den falschen Hals. Ich habe ja einfach nur objektive Dinge gesagt und... Ja, ich merke das schon. Ihr scheint irgendwas zu kompensieren. Ja. Hier. Ja, also mehr Gott. Wir gehen zu Gilbert, wie ich will. Was ist mit dem Großen los? Alles gut? Ja, ich versuche zu denken. Worüber? Was? Na, die Frage. Ja, welche Frage? Ach du liebes. Ja. Na gut. Na, seine. Seine? Ja. Ja, das ist normal für euch. Also ich glaube, der ist nicht die hellste Leuchte. Vielleicht müsst ihr ihn ein bisschen heller machen. Warte. Okay. Ah, du willst also zu Gilbert gehen. Und was willst du denen sagen? Dass er gegen den 12-jährigen Jungen verloren hat, das wird er doch niemand zugeben. Der ist doch adelig. Die 100 Euro sind doch auch Schweigegeld, damit wir nicht erzählen, dass der von kleinen Kindern ausgenommen wird. Was sind Euro? So, und jetzt denkt mal, ihr werdet eine Händlerseele. Und wir wissen, dass ihr gegen den 12-Jährigen verloren habt, gegen den ihr easy gewonnen habt. Wir. Was meint ihr, was ist denn denen das wert, dass wir das nicht rumplaudern? Und gleichzeitig sagt ihr selber, Gilbert ist adlig. Wer wohnt in solchen großen Gemäuern, wie wir sie gestern gesehen haben? Richtig Adlige. Wer kennt sich untereinander? Richtig Adlige. So funktioniert das immer. Ich weiß gar nicht, ob Gilbert adlig ist. Ich meinte nur, der läuft so rum, als wäre er gern adlig. Ne? Ich weiß ja gar nicht, ob der... Also, ich hab den noch nie mit. Und das heißt, er weiß Dinge und er weiß vielleicht auch, wer in dieser Villa wohnt. Ja, dann geh weiter. Mach doch, was du willst, ganz ehrlich. Aber wenn du da hingehst und Gilbert vor meinen Augen erpresst, ne, dann werde ich aber Fuchsteufelswind werden. Seid viel zu weich. Ihr macht euch auf den Weg zu Gilbert. Nein. Nein, nicht du. Du Hier bist nur gar nichts weich. Du bist woanders weich, in der Birne. Hat er recht. Hat er mich gerade beleidigt? Nein. Nein. Das war ein Kompliment. Weiche Gehirne sind besser. Die schmecken besser.
Oh mein Gott, das... Okay. Der Zwerg Paladin, man kennt ihn. Okay, ihr geht zu Gilbert. Er lässt euch wieder rein, steht in seinem Morgenmantel da, weil es noch recht früh ist. Oh, ich hatte euch schon gestern erwartet. Habt ihr meine Klinge gefunden oder habt ihr vergessen, uns was zu sagen? Ah ja. Dass du zum Beispiel scheiße in Schach bist? Schach. Der Käse ist immer noch geil, Gilbert, aber... Er steht da mit so seinem Frühstücksteller, den er mit an die Tür genommen hat, und du snackst einfach von diesem Teller sein Essen. Und er schüttelt einfach den Kopf. Schach. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal Schach gespielt habe. Es muss lang her gewesen sein, aber auf eine gute Partie hätte ich auf jeden Fall Lust. Aber ihr erinnert euch an einen Priss, der euch angeblich überfallen hat. Ich weiß noch, ich stand... War das vielleicht ein... Spiel doch gegen ihn eine Runde? Ich kann dein Gedächtnis wieder erhellen. Aber dann merkst du, ob er gegen Priss hätte gewinnen. Nein, ich weiß nicht, was gegen Priss verliert. Ich weiß nicht, warum ich sie angeheuert habe. Das wissen wir alle nicht. War dieser Überfall vielleicht so etwas, dieser spanische Überfall oder wie man das nennt? Also, wart ihr vielleicht in einer Bar betrunken? Ich meine, wie hoch ist die Chance, dass sich euch ein 12-Jähriger überfällt? Er sagt, er hat gegen euch in Schach gewonnen. Was ist dieses Schab? Ist eine Schacheröffnung. Spanisch? Japanisch. Ja. Ja. Ihr habt im Schach verloren und es gibt Zeugen dafür. Ich war definitiv panisch an dem Abend. Ich erinnere mich sehr gut, wie ich... Japanisch? Ja, in der Tat panisch. Und warum habt ihr ihn angeheuert? Auf jeden Fall erinnere ich mich, wie ich in dieser... Gasse gestanden habe neben dem schluckenden Specht und vor mir dieser Gnom, der immer wieder gefordert hat, dass ich ihm meine Klinge gebe, und weil ich Angst hatte, habe ich das getan. Ich meine, seh mich an. Und er ist ziemlich groß, er ist ein Bugbear. Gilbert. Ich noch bin mal fürs Kämpfen gemacht. Gilbert, eine ganz kurze Frage. Also, die Situation. Ja. Da war ein Gnom. Ja. Und du... Hat es eine Klinge? Ja. Was hatte der Gnom? Auftreten. Er war sehr, sah mir gefährlich aus, als könnte er Magie benutzen oder irgendwas in der Art. Ah. Ja. Er war 12. Halt, stopp. Ich habe es. Der Gnom, der dich überfallen hat. Gilbert. Ja. Hast du so eine magische Aura gespürt? Ja. Irgendwas in die. Ich glaube, Priss ist gar nicht 12. Ich glaube, das ist ein Magier. Wer sein Alter manipuliert. Hast du was gespürt bei ihm? Du bist doch hier so... Ja, ich habe etwas gespürt. Hast du was gespürt? Moment. Ja. Du sagst mir also, ich fasse nur zusammen, was du gesagt hast. Ja. Du warst mit diesem 12-Jährigen alleine weg und sagst, du hast was gespürt? Ich habe nichts gespürt. Gilbert hat was gespürt. Kann ich an der Stelle immer noch gehen, oder... Warum? Ich spiele das erstmal D&D und mir wird einfach Pädophilie als erstes Attribut zugewiesen von meinen Mitspielern. Es auf meinem Kanal! Wirklich, Amori, es ist wirklich ein großes Problem. Ich hätte wissen müssen, mit wem ich spiele. Ja, also Priss. Ja. Wir haben Priss getroffen. Ja. Priss war ein 12-jähriger Junge. Gilbert, wir kennen uns jetzt schon lange. Du kannst doch ehrlich sein. Also... Wenn ich, und ihr seht, ihm ist es so ein bisschen unangenehm, wenn ich ehrlich sein soll, dann erinnere ich mich nicht mehr so hundertprozentig an den Abend. Aber ich habe dieses Bild in meinem Kopf, wie ich da stehe, und er sagt, ich soll ihm diese Klinge geben, und dann tue ich es irgendwann. Na gut. Also, es gibt Zeugen, dass ihr im Schach verloren habt. Das war eine Sabar. Ich sag mal so. Das weiß entweder morgen die ganze Stadt oder
der Preis ist gestiegen. Ich dachte, wir kennen uns und wären Freunde. Ja, aber ich weiß immer, dass ihr nie mit mir saufen gehen wollt und das macht mich immer noch sauer. Zu Recht. Und dann geht ihr einmal saufen und verliert eure Klinge und heuert mich an. Gilbert, ich sagte, wie es ist. Nimm ihn raus, lass ihn mal erzählen. Wer glaubt einen kleinen Zwerg? Und dann machst du einfach für den Rest die 133 und dann passt das ja immer noch. Dann hätte ich ein Gold mehr übrig am Ende. Ja. Oder wir machen es einfach für 100 zu viert. Weil diese, ich sag, Gilbert, ganz ehrlich, mein Bruder, wir haben schon so viel erlebt, wir werden noch so viel erleben. Ob du jetzt den Schach gegen Magnus verloren hast oder gegen den Zwölfjährigen, aber macht doch keinen Unterschied. Wolfram scheint mir ein guter Typ zu sein. Mit dem werde ich in Zukunft wieder arbeiten. Aber kein Sinn für Gold. Gut, streichen wir das. Was könnt ihr uns über diese Adresse sagen? Und jetzt gebe ich das Adresskärtchen und zeige es ihm. Oh, das ist in den Hochspitzen. Wer auch immer da wohnt, muss eine Menge Einfluss haben. Da ist meine Klinge. Warum? Ihr habt die Klinge an einen Zwölfjährigen verloren. Der Zwölfjährige hat die Klinge verkauft. Und der Käufer wohnt dort. Für einen Zwölfjährigen ist das verdammt clever. ja. Vielleicht hättet ihr den Zwölfjährigen anheuern sollen. Wisst ihr denn, wer die Klinge jetzt besitzt? Habt ihr einen Namen? Vielleicht kann ich. Wir haben diese Adresse. Und wir dachten, ihr als einer, der von sich behauptet, sehr belesen zu sein, weiß vielleicht, wer dort wohnt. Lasst mich kurz reingehen. Wollt ihr mit reinkommen? Ich habe noch mehr Käse. Was? Käse. Käse? Sagt einfach ja. Gut, ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Und er geht wieder nach drinnen ins Arbeitszimmer. Genau. Okay. Wir folgen ihm. Blättert ein bisschen in den Büchern, schlägt ein bisschen umher. Nach einer Weile kommt er wieder zu euch. Neuem Tässchen Tee. Du hast mittlerweile zwei Räder Käse verdrückt. Aber auch so, weißt du mal rein. So ein ganzes Käserad. Es sieht so aus, als würde da jemand wohnen, der sich nur der Sammler nennt. Scheint Artefakte zu sammeln. Sehr verschroben, niemand sieht ihn. Sammelt er auch Infinity-Steine? Vielleicht, was auch immer das ist. Scheint mir, also nichts Negatives, was ich gehört hätte. Es gibt sehr, sehr wenig, was man über ihn weiß, außer dass er gerne wertvolle Gegenstände und Artefakte sammelt. Da sagt ihr, ist meine Klinge? Vermutlich. Wenn ihr sie wieder beschaffen könnt, dann bin ich bereit, wenn das Ganze funktioniert, ohne dass ich sie ihm abkaufen muss, weil ich kann mir vorstellen, dass er sehr viel Geld dafür verlangen würde, würde ich tatsächlich eure Belohnung verdoppeln. Verdoppeln? Das wollte ich hören. Gilbert. Jetzt mal unter uns Kirchenschwestern. Ja, jetzt. Ihr könnt ja auch euren Betrag spenden an zwölfjährige Waisenkinder. Das ist aber relativ egal. Wir machen uns jetzt auf den Weg und besorgen diese Klinge. War ja Machtwort, ne? Also, ich habe das so interpretiert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu der... Haben wir es schon so spät, dass wir langsam... Ja. Dann würde ich sagen, schlagen wir da jetzt mal auf. Mhm. Ich ziehe meine ordentliche Rüstung an mit dem Ordensornat und wie man sich so einen strahlenden Paladin in prächtige Rüstung eben vorstellt. Ich mein Kleid. Hey, du hör mal, du hast doch hier garantiert schon mal ein Artefakt in deinem Leben in der Hand gehabt, ne? Nicht wirklich. Okay. Na gut, schade. Ich bin bescheiden aufgewachsen, weil ich alleine war. Ja, ich dachte nur Hochadel. Aber da habe ich nicht gehört, weil das Kleid so wunderschön aussieht. Oh, aber danke ja, schön. Ja, das habe ich wohl. Ja. Mach dich verlegen. Dann du, Kleiner. Wie ist das denn? Ein Artefaktsammler holt sich eine Klinge von Gilbert. Gilbert will die wieder haben und gibt 800 Gold aus. Ich habe einen Deutsch, den habe ich von meinem Papa. Wenn du mir jetzt 100 dafür gibst, ist das deiner. Was muss diese Klinge können, dass die 800 Gold wert ist? Da macht doch gar keinen, vor allem vom Geizkragen Gilbert. Kann ich nicht verstehen. Da macht doch keinen Sinn. Worauf möchtest du hinaus? Ich glaube, das ist eine Falle. Von Gilbert? Ich weiß nicht von wem. Ich weiß nicht woher. Dafür haben wir ja dich.
Seid ihr nicht derjenige, der sich mit Fallen auskennen sollte und diese stellen und entschärfen sollte? Ich weiß das Gefühl, für einen Anführer sind das aber ganz schön viele Ausweichungen. Was ist denn der Plan? Gehen wir da jetzt einfach hin und sagen, oh, hier sind wir, geben uns das Artefakt. Und was sagen wir denn, wenn er sagt, ja, da hätte ich gern 5000 Gold? Dann bringen wir ihn ab. Ziehen wir uns zurück und zur Beratung. Und dann bringen wir ihn um. Wie viele Leute kennt ihr, die so eine große Summe sofort auf den Tisch legen? Richtig, die wenigsten. Das heißt, so etwas will man eine Nacht drüber schlafen. Ich bin überzeugt, klingt super, fucke das Ding ab, auf geht's. Jawohl. Okay, ihr habt diese wunderbare Teambesprechung, während ihr den Flaschenzug hochgezogen werdet von so einem Pagen, der da steht und euch nur so anguckt. Und irgendwann kommt ihr oben an und... Keine Sorge, das ist so ein neues... Ich klopfe noch so awkward auf die Schulter noch so. Wir sind da. Drück ihm ein Stück Käse in die Hand. In den Mund. Er muss den Mund. Mach auf, ja. Oh, und dann war ich noch so mit dir so. Und jetzt kaum. Ja. Wir sind da, Sie können aussteigen. Lecker, oder? Spitze. Wenn ihr vergesst, was ihr gehört habt, müsst ihr nie wieder mit Käse gefüttert werden. Der war tatsächlich sehr lecker. Dann werdet ihr immer mit Käse gefüttert. Okay. Oh mein Gott. War das Johannes? Nein. Okay. Ja, so, dann. Ihr hättet die Beweise auch verbrennen können. Okay, ihr geht zu dem Grundstück, was ihr am Tag vorher schon grundsätzlich und also wirklich fein ausgekundschaftet habt. Gründlichst, das war das Wort. Und seht wieder dieses prunkvolle Haus vor euch, diese große Villa, die sehr, sehr schön aussieht. Von drinnen brennt so ein bisschen Licht, auch wenn es gerade am Tag ist. Wollt ihr klingeln? Wollt ihr klopfen? Wollt ihr abfackeln und morden? Was ist gibt, es dort eine, gibt es dort etwas, was man klingeln kann? Na, die Tür ist eine große Eisentür. Ich habe gesagt, so aus Bronze oder Kupfer besteht sie. Also irgendwie so ein rötlich-bräunliches Metall. Hat keinen... Ey, Großer, das ist euer Job. Ihr dürft einmal freundlich anklopfen. Ich strecke mich kurz. Wie freundlich? So freundlich, dass man uns vielleicht nochmal ein zweites Mal einlässt. Na gut. Alter, ah, das klang ganz schön. Ding, hör auf! Alter! Damit! E-Sportler-Hände. Okay. Dann hole ich aus. Ja. Okay. Du klopfst. Und ihr alle hört so dieses leichte Ding am Metall. Wartet kurz. Die Gans steht immer noch da. Die Steinstatue sieht echt hässlich aus. Guckt euch so ein bisschen komisch an. Passiert nichts. Ich lehne mich an der Gans an und gucke ihm zu. Die Gans wackelt so ein bisschen. Macht ein komisches Geräusch. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Scheint nicht zu passieren. Ihr erinnert euch dran, dass euch der Dude in dem Laden Haskell sowohl die Adresse als auch dieses goldene Kärtchen gegeben hat. Passt die goldene Karte irgendwo rein? Zum Beispiel in die Gans. Die Gans? Die passt in eine Menge Sachen rein. Wenn ihr sie rausholt, seht ihr, dass sie... genau diese Größe hat, komplett aus Gold besteht. Und wo ihr vor der Tür steht, seht ihr, dass sich Runen darauf abbilden, die niemand von euch versteht, as far as I know. Wobei, Juli spricht, glaube ich, Infernal. Du würdest sie verstehen. Also ich spreche Infernal? Sprichst du Infernal? Durch dein Background. Cool. Okay. Entschuldigung? Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Wir waren im Spandauer-Inferno. Ja, aber ihr sprecht trotzdem nicht Inferno. Muss nicht würfeln, du kannst es lesen. Ach so, okay. Es ist wirklich wie, sowas wie eine Visitenkarte. Und die scheint darauf zu reagieren, dass ihr vor dieser Tür steht. Und wenn ihr die nehmt und näher an die Tür haltet, entsteht an dieser Visitenkarte wie so ein Schlüssel aus so einer bläulichen, fluoreszierenden Energie. Was steht jetzt? Auf der Karte steht einfach nur die Adresse, genauso wie vorher, die jetzt aber sichtbar ist. Und wenn die nahe zur Tür gehalten wird, wird daraus wie so ein Schlüssel. Und die Tür scheint auch ein Schloss zu haben, was sich so magisch öffnet, wo ihr sie reinstecken könnt. Okay. Wollt ihr die Tür öffnen? Ja. YOLO, let's go! Dann schiebt ihr den Schlüssel ins Schloss, öffnet die Tür mit so einem lauten Knarzen, öffnet sich die Tür sehr, sehr, sehr langsam nach innen. Und ihr seht vor euch sowas wie eine Empfangshalle. Sieht sehr groß aus, sehr prunkvoll. Roter Teppich auf dem Boden, der das Ganze praktisch aus,
der ausgelegt ist, ne, der das Ganze ausfüllt. Und es gibt ganz, ganz viele Statuen oder so Büsten, die an diesem Teppich entlang aufgestellt sind. Und ein bisschen Verzierung. Das sieht sehr heimlich aus, sehr freundlich tatsächlich, sehr warm. Haben wir jetzt gerade auch noch Musik bekommen? Wir haben auch noch Musik bekommen. Holy shit. Das ist einfach insane, John. Production Level einfach. Das alles für deinen Stream. Grüße gehen übrigens raus ans Experian. Danke, Bart. Leute, die das alles möglich machen. Sehr, sehr cool. Genau, aber die Eingangshalle, sehr schön gestaltet. Du hast überall diese Büsten, die rumstehen, scheinen von unterschiedlichsten Spezies zu sein. Ne? Von Menschen zu Zwergen, zu Tieflingen, zu Elfen, hast du nicht gesehen, ist alles dabei. Und das ist gefühlt eine sehr große Eingangshalle dafür, dass das Haus zwar groß ist, aber so groß sah das Haus selbst von außen nicht aus. Und es ist wirklich nur so ein langer Gang, der einfach straight nach hinten führt mit diesen ganzen Büsten links und rechts. Wollt ihr den Raum betreten? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach den Gang entlang. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber durch so einen Hausflur geht man durch. Rein. Okay. Ihr tretet ein, lauft über den roten Teppich und eure Schritte sind ein bisschen gedämpft. Es ist angenehm warm, ihr habt so einen leicht süßlichen Geruch, den ihr die ganze Zeit wahrnehmt. Und ich würde sagen, macht alle mal einen Wahrnehmungscheck für mich. Ein was? Perception, Wahrnehmung. Das heißt, ihr würfelt mit einem W20 und rechnet euren Wahrnehmungsbonus drauf. 19. 7, na immerhin einer hat schlecht verwirrt. Was ist, wenn ich Soda jetzt catche, kann ich seine 8 noch verhindern? Ja. Oh, Entschuldigung. Boah. Okay, es sind eine 16, 2x 19 und eine 7 waren es. Entschuldigung? Ja. Wahrnehmung, also plus 2, also habe ich insgesamt 20. Plus 5. Okay, not bad. Ja, aber plus 1. Ich bleibe bei 7. Okay. Alle Trisium und Munde so. Ihr betretet den Raum und seht, dass dieser Gang sehr, 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 sehr weit sich erstreckt. Ihr könnt das Ende kaum erkennen, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Und ihr hört wie so eine leise Musik, die ganze Zeit zu hören ist. Das ist so ein bisschen so Wartezimmer-Vibe, aber auf eine unangenehme Art und Weise nach einer Zeit, weil ihr immer weiterlauft und ihr seht die Tür hinter euch irgendwann nicht mehr und scheint immer noch weiterzulaufen und weiterzulaufen und weiterzulaufen und weiterzulaufen. Und es sind immer diese Büsten und Statuen am Rand. Und ab einem gewissen Punkt fällt euch dreien auf, bis auf Mori, dass sich die Gesichter der Statuen wiederholen. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als würdet ihr im Kreis laufen, obwohl ihr die ganze Zeit nur gerade auslauft. I hate it. Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Das sagt mir meine Intuition. Was meint ihr? Dir ist es nicht aufgefallen. Was aufgefallen? Die Dinger, an denen wir vorbeilaufen, sind immer dieselben. Dann muss dir doch auffallen. Wo guckst du denn hin? Der, was weiß ich denn? Ihr habt eine ganz andere Augenhöhe als ich. Da hat er recht. Das fand ich leider gut. Das ist ja, also, praktisch korrekt. Ja. Na gut, der kann ja auch so sein, dass er ganz schön viele von diesen Dingern hat. Was sind das überhaupt? Jetzt gucke ich mir die genauer an, nachdem er mich darauf hinweist, was genau ist das und fällt mir das jetzt auch auf? Das sind Büsten, also Büsten sind so, ne, nur Kopf bzw. Also von Menschen oder? Von allen möglichen Kreaturen. Ihr seht einmal einen Mann, der so Ende 50, Anfang 60 ist, graue Haare hat, die so ein bisschen nach hinten gemacht sind. Dann seht ihr einen Elfen mit so einem Topfschnitt. Erkennen wir irgendwie? Sind das Berühmtheiten? Sind das? Nee, tatsächlich gar nicht. Sind das einen von denen mal echte Lebewesen gewesen? Johannes. Mach einen. Boah, was für ein Check willst du machen? Willst du gucken, ob das magisch ist? Willst du gucken, ob ich kann gucken, ob diese Büsten ausgestopft sind. Oh, mhm. Oder ob sie... Dann mach einfach einen Investigation-Check, also untersuchen. Investigation habe ich minus 1. Hast du gewürfelt? Oder 16 oder 18? Das ist eine 8. 16. 16? Also 15. 15. 15 ist schon ziemlich gut. Die sind aus Stein. Das war es nicht worth. Sorry. Aus was für einem Stein? Willst du jetzt wieder mit einem History-Check kommen? Mori, das ist weißer Marmor. Da brauchst du nicht mal würfeln. Okay. Das ist so offensichtlich, dein Zwerg sieht das. Okay, Chef, das ist eine Falle. Was machst du jetzt? Okay, ihr sagt, wir gehen diese ganze Zeit diesen Gang in den Kreis und das ist magisch. Dieser Ort ist verzaubert. Hätten wir jetzt jemanden Magiekundigen bei uns, von dem wir uns vielleicht die ganze Zeit fragen, warum sie in dieser Gruppe ist.
Auf Arcana? Kannst du machen, klar. Oder was ist besser? Das möchtest du versuchen herauszufinden. Was für eine Art Magie das ist. Dann mach gerne einen Arcana-Check. Okay. Aber da er Deception geht auch, oder nicht? Was geht auch? Deception geht auch. Deception wäre Lügen, Perception wäre Wahrnehmung. Oh. Falls du das machen möchtest. Ja, also wenn du was Magisches, dann ist es eher Arcana. Das eine ist eher so, wie es sich anfühlt, ne? Und das andere ist, wenn du verstehen willst, was es für Magie ist, dann wäre es Arcana. Dann Arcana. Oh, das ist eine 9. Plus 2, 11. 9 plus 2, 11. Es scheint irgendein magischer Effekt zu sein, auf jeden Fall. Meistens ist es Illusionsmagie, wenn es um sowas geht, aber du weißt es nicht genau. Sehr, sehr schwer zu bestimmen, weil wenn solche Effekte permanent existieren an einem bestimmten Ort, dann ist es schon sehr, sehr starke Magie, die gewirkt wurde. Ich habe eine Idee, aber die ist vielleicht ein bisschen ausgefallener. Wie steht ihr zu Zerstörung von Eigentum? Finde ich super. Klasse. Und du? Also, ich meine, ich habe nicht vor, bis ans Ende meiner Tage, und das sind noch verdammt viele, hier lang zu laufen. Okay. Ich meine, ich bin jetzt 80. Ich sag dann, 80? Mensch, dafür hast du dich aber gut gehalten. Oh, richtiger Jungs. Aber 80, das ist ganz schön jung, mein Freund. Aber ich weiß, bei euch Menschen ist das so, da lernst du einmal richtig gut kennen und dann ist er schon wieder tot. Das hat einen sehr traurigen Ton genommen. Okay, also mein Plan ist, der Typ heißt ja der Sammler. Ich gehe mal davon aus, der ist hier irgendwo oder irgendwer anderes ist hier irgendwo. Ich, Herr Sammler, hiermit verkünde ich werde alle 15 Sekunden eine Geisel töten. Nimm mal bitte hier so eine Statue. Ne? Nimm mal hier diese. Nimm die mal hoch. Kann ich die hochnehmen? Du bist stark genug, ja. So, ich zähle jetzt runter, von 15 runter, und dann wird mein großer Freund, der Goliath, da... BAM! Also, ja, hast gut gemacht, aber nach... Also, du knallst das nochmal auf den Boden und sie zerscheppert in hunderte Einzelteile. Wie gesagt... Er hat einfach eine Marmorstatue zerscheppern lassen? Ja. Wie krass ist der denn? Okay, nimm bitte noch eine. David. Also eigentlich würde eher der Boden kaputt gehen, wenn er aus Holz ist. Oder? David, hör mir bitte zu. Du nimmst jetzt noch eine, aber schmeiß sie erst auf den Boden, wenn ich es dir sage. Okay. So, Herr Sammler, das war die erste Warnung. Ich werde jetzt runterzählen von 15 bis 0. Und bei 0 wirst du sie auf den Boden schmeißen. Und wenn sie jetzt hier nicht bald hier aufmachen, dann schmeißt mein Freund hier auf den Boden. 15, 14... Ich habe zu weit angefangen. Ich zähle von 5 runter. 5, 4, 3. Und ihr hört so eine Stimme, die durch den Raum hallt. Ihr seht niemanden. Ihr müsst nicht direkt noch mehr kaputt machen. Eine Statue reicht. Das war ein Versehen. Also, David, du darfst jetzt wieder runternehmen, langsam. Auf den Boden. 0? Ja? 0? 0. Nein, 0! Und ihr hört nur so ein resignierendes. Ich will gerade schon noch die nächste nehmen. Nein, David, das reicht. Das reicht. Das reicht wirklich. Komm, sterben. Ja, aber danke. Hast du gut gemacht. Das waren zwei meiner Liebsten. herzlich willkommen. Mit wem habe ich die Ehre, wenn ich fragen darf? Nun, mein Name ist Fagrim Hellhammer, Sohn des Bären, Clan der Hellhammer, Krieger des Sechsten Ordens und... Das da vorne ist... Ich bin Wolfgang, Sohn Wolfgang. Von Günther. Das ist David, der Goliath. Moin. Ich bin Furora, Siegeschlund. Ah. Und sie ist leicht verrückt. Sag das nicht, ich bin nicht verrückt. Also nach alle sind verrückt. Dem, was nach ich gerade bei euch gesehen habe, würde ich denken, dass ihr alle leicht verrückt seid, aber gut. Verrückt ist es, seine Gäste in so einem magischen Karussell gefangen zu halten. Es ist früh am Morgen, ihr hättet auch einfach rufen können. Und ihr hört wirklich nur diese Stimme, die durch den Raum hallt, hat so ein bisschen wie so ein, fühlt sich so ein bisschen, als würde er über Lautsprecher mit euch reden. Was kann ich für euch tun? Marc, mögt ihr euch vielleicht auch einmal vorstellen? Ich glaube, wenn ihr hier seid und uns wurde kein Name gesagt, um einzutreten, dann wisst ihr, wer ich bin. Ich bin der Sammler, ich bin derjenige, der... Gut. Sein Leben dem Sammeln von wertvollen und seltenen Gegenständen gewidmet hat. Also, was kann ich für euch tun und was kann ich vor allen Dingen tun, damit ihr so schnell wie möglich von hier wieder abhaut? Die Klinge. Wir suchen die Klinge
Punkt. David, Entschuldigung, Herr Sammler, also ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber ich habe ein bisschen viel getrunken. Könnte ich die Örtlichkeiten einmal aufsuchen? Welche Örtlichkeiten? Ich müsste mich entleeren. Untenrum. Es war im Übrigen sein Plan, die Statue nach oben zu werfen, statt zu rufen, aber... Ich glaube, da euer Aufenthalt ähnlich von großer Dauer sein wird, könnt ihr das wahrscheinlich noch ein wenig aushalten. Ihr seid ein erwachsener Mann. Ich würde dann einfach gegen die Büste. Wie weit gehst du? Du hast hier so ein... Ich gehe rüber. Ich pack aus. Das ist nicht gesehen. Also leicht weggedreht. Ich stehe da nur so, weil seitdem... Aber kurz bevor ich loslaufe, wenn ihr mal... Also Sie haben wirklich kein Badezimmer? Es gibt einen Ort, ja. Ja, wo denn? Ich pack wieder ein. Und drehe mich um, nachdem ich eingepackt habe. Hier entlang. Und du siehst einfach, wie sich in der Wand ein Türrahmen öffnet. Oh mein Gott, das ist scary. Und ja, gut. Eine Tür sich öffnet und dahinter ist das Örtchen, welches dir aufgeschaltet ist. Willst du da wirklich durchgehen? Okay. Also, während sich euer Freund mit der schwachen Blase und dem großen Mundwerk erleichtert, habt ihr einen Grund, warum ihr hier seid, weil ansonsten... Wir sind interessiert an einer Klinge, die ihr kürzlich in eure Sammlung aufgenommen habt. Sie ist gefertigt aus einem Unterkiefer. Es gibt einige, die ich kürzlich aufgenommen habe, aber ihr... Ihr bezieht euch wahrscheinlich auf die Klinge Gayfunes, wenn mich nicht alles täuscht. Was? Die Klinge was? Gayfunes. Delphius? Gayfunes. G-E-F-J-U-N-S. Gayfunes. Der Name sagt mir was. Also, die Klinge gehört mir, ja. Ich habe sie gekauft, sie ist in meinem Besitz. Was wollt ihr? Was müssen wir euch bieten? Na, die Klinge wollen wir. Sie wurde von mir erworben. Ja. Versteht ihr das Konzept des Handelns? Und jetzt erwerben wir sie. Zurück. Ich möchte sie nicht verkaufen. 100 Gold. $110. Ihr könnt zählen, das ist beeindruckend. Viel mehr geht aber auch nicht. Nun, anders als mein minder bemittelter Kumpane, aber sehr liebenswürdiger Kumpane. Ich bin auf Klo. Ach so. Aber sehr liebenswürdiger Kumpane, der im Übrigen sehr auf Käse steht. Das nur am Rande. Ich kenne mich zufällig ein wenig mit Schmiedekunst und guten Waffen aus, wie man vielleicht erkennt. Ich hörte, ihr seid ebenfalls ein Kenner. Und auch wenn wir vielleicht nicht euren Kunstgeschmack teilen, vielleicht ist es möglich, diese Klinge sich mal anzusehen und ihr erzählt uns, was diese Klinge so besonders macht. Nein. Ist das in Character oder out of Character? Das ist in Character. Oh, okay, okay. Also du schreibst? Ja. Okay. Ich würde mal aus der Toilette wieder rauskommen. Ich sehe, Geld scheint ihn nicht zu interessieren. Er redet übrigens immer noch nur mit über Lautsprecher mit euch, ne? Also ihr seht ihn nicht. Oh! Das ist nur eine Stimme, die ihr hört. Geld scheint ihn nicht zu interessieren, aber wir haben besondere Fähigkeiten. Vielleicht könnten wir einen anderen Handel machen. Wir könnten etwas für sie erledigen, auch etwas Dreckiges, Feuriges. Und dann bekommen wir vielleicht die Klinge. Man hört im Hintergrund so die Spülung. Wolfgang kommt wieder. Ich glaube, das ist mir schon dreckig genug tatsächlich. Wenn ihr mir nichts anzubieten habt... Wir hatten diesen Goliath anzubieten. Jetzt, wo ihr es sagt, ich glaube, Haskell hat mir von euch erzählt. Johannes? Wisst ihr was? Ich glaube nicht, dass ihr irgendwas anzubieten hättet, was dem Gegenwert dieser Klinge entspricht, aber nun, um ehrlich zu sein, ihr seid nicht die Hellsten oder scheint nicht die Hellsten zu sein, aber ihr scheint gut genug zu sein, um ein paar Sachen hier zu testen. Ich wohne noch nicht lang hier und dieses Anwesen hat mich einiges gekostet und ich würde vielleicht gerne unter die Probe stellen, was das hier alles kann.
Warum machen wir daraus nicht einen kleinen Wettbewerb? Ihr bekommt die Klinge, wenn ihr mich zufriedenstellt. Was nicht leicht ist. Wie hoch ist denn der Anspruch? Weil ich sag mal, dreilagiges Klopapier ist jetzt ehrlicherweise ein bisschen... Oh, gab's wahrscheinlich nicht, ne? Ja, dreilagiges Klopapier ist kacke, ne? Sei wie es ist. Ja, deswegen habe ich auch vier Lagen. Aber das ist das Gästeklo. Oh, okay, sorry. Für die Gäste, die ich nicht so gerne mag. Okay. Passt auf. Ihr versucht einfach, in diesem Haus die Klinge zu finden. Und wenn ihr das schafft, könnt ihr sie behalten. Gibt es Regeln? Nö. Wie viel dürfen wir kaputt machen? Wenn es mir irgendwann zu viel wird, lasse ich es euch wissen. Aber gut, wir können eine kleine Regel aufstellen. Ihr dürft überall lang gehen. Vielleicht sollten wir mehr aufstellen, wenn ich euch so angucke. Ihr solltet nichts zerstören. Ihr solltet nichts mitgehen lassen. Das Einzige, was ihr an euch nehmen dürft, ist die Klinge. Und wenn ihr nett seid... Warum musstet ihr nachfragen? Helfe ich euch vielleicht ein bisschen. Weil ich glaube, ihr schafft es nicht allein. Aber ich will sehen, wie das alles hier funktioniert, deswegen... Du sagst ja die ganze Zeit, wie das funktioniert. Ja. Wie was funktioniert. Das... Wie mit dem Klo. Und du hörst so ein Schnipsen und die Klotür verschwindet. Ja, dann mach doch mal den Weg zum... Nebenbei versuche ich auch zu schnipsen und gucke, ob das Klo aufgeht. Nee. Schade. Abenteuer vorbei, das war's. Das war's, ihr hättet nur schnipsen müssen und ihr seid an der richtigen Stelle gelandet. Nein, aber es hätte ja sein können, ne? Klo. Na gut. Noch eine Frage zu der Regel. Nicht zerstören heißt auch nicht entflammen? Wenn ihr etwas entflammt und es nicht zerstört wird, dann ist es wahrscheinlich nicht zerstört. Das gefällt mir. Ich weiß nicht, ob ich nicht doch mehr Regeln aufstellen sollte. Aber wir probieren es einfach mal. Gut, hier habt ihr eine Möglichkeit, wo ihr hingehen könnt. Und er schnipst wieder einmal und ihr seht, wie sich dutzende Türen in diesem Gang öffnen. Die alle gleich aussehen. Gut, ich glaube, ab hier ist unser Pferdenleser gefragt. Na dann gehe ich mal an die Arbeit. Okay. Ja, David, guck du dich mal um. Willst du dich nach Hinweisen oder sowas umsehen? Ich gucke die Türen an. Mhm. Willst du sie angucken? Willst du sie untersuchen? Willst du das Holz untersuchen? Was willst du machen? Beschreib, wie du sie untersuchen möchtest. Ich würde gerne an ihnen riechen. Okay. Das ist entweder ein Wahrnehmungscheck oder ein Naturcheck, was denn lieber ist. Also Perception oder Nature? Ich nehme Perception. Okay, dann mach Perception. Das ist ein 12. W12, kein W20. Da hast du schon mal selber die Wahrnehmung nicht geschafft. Naja. Intelligenz ist nicht so hoch. Sola bleibt in Charakter. Es ist kein Wurst, mein 20er. Dein 20er liegt bei Juli. Aha. Ui. Das war knapp. 9. Hast du einen Bonus? 1. Plus 1. 10. Ist solide. Es riecht nach Holz. Oh, Holz. So Eiche, Zeder vielleicht. Oh, Eiche oder Zeder. Super. Ich würde den Boden kontrollieren und zwar danach suchen, wo die meisten Abnutzungen erkennbar sind vor den jeweiligen Türen. Okay, das wäre ein Investigation-Check oder ein Survival-Check. Ein was? Survival oder Investigation? Also untersuchen ja, oder das überleben. Ja, plus 4. Abfahrt. Oh, scheiße. Alter, Entschuldigung. Es scheitert einfach schon am Würfeln. Würfen wir lieber nochmal. Den brauche ich wieder. Nicht. Ja, der zählt immer nur, wenn er drin ist. Magst du dich einmal bücken, Sola, bitte? Halt in die Knie. Mal ganz entspannt. Wir gehen da nicht mit der Kamera drauf. Danke. Perfekt. Sehr gut. Bleib mal stehen. Bleib stehen. Kann sich ja nie sicher sein. 13. Ne? Plus 4. Plus 4. 17. Okay, das ist deutlich besser. Du erkennst am Boden vor den Türen keinerlei Abnutzung, aber die Griffe sehen ein bisschen anders aus, wenn du die genauer anguckst. Die Klinken. Und der Wert ist schon recht gut. So kleine Unterschiede sind bei den Türen, aber nicht viel. Also es gibt eine, wo das Holz ein bisschen morscher aussieht. Es gibt eine, wo der Griff so ein bisschen, wie als wäre häufiger gegriffen worden aussieht, so ein bisschen mehr Abnutzung. Mhm. Du meintest, du suchst nach der Tür, die am häufigsten benutzt wurde. Da gibt es eine, die sich so ein bisschen von den anderen abhebt, wo du sagst, okay, wahrscheinlich ist die, die am häufigsten benutzt wird.
Ja, also ich habe ja eine Tür gesehen. Erzähl mir das dann immer noch mal, was man gerade an Infos bekommen hat. Gib ich das weiter? Kannst du machen. Ja, kannst du ja, ich glaube, die Tür hier ist es. Die wird am häufigsten benutzt. Ich weiß nicht, ob wir da hingehen sollten, wo die am häufigsten hingehen. Aber meine Idee ist, entweder am häufigsten genutzt, weil das sind alle Artefakte, oder von einem großen Goliath genutzt und dann finden wir vielleicht Johannes. Win-win. Johannes. Dann geht vor, ihr seid hier der Spuren- und Fährtenleser in der Gruppe. Ja, gut. Dann, ich schiebe ja. schiebe Wolfgang so ein bisschen zur Seite. Okay, David. Einen großen Schritt nach hinten und versuche die Tür aufzutreten. Okay, mach einen Wurf auf Stärke. Oh boy. Ihr dürft nichts kaputt machen. Ja, Stärke, ja? Ja, Stärke. Die Türen kann man reparieren. Plus 6. Mhm. Ich glaub, was? 2. 2. Wie hast du denn plus 6 auf Stärke? Das ist jetzt doof. Das ist ja peinlich. Okay, du gehst ein paar Schritte zurück. Plus 4. Achso, plus 4, stimmt. Ja, 6 insgesamt. Wollte gerade sagen. Du gehst ein paar Schritte zurück, nimmst Anlauf, rennst wieder drauf zu und während du drauf zusprintest, hört ihr die Stimme, die Tür solltet ihr lieber in Ruhe lassen. Und du trittst gegen die Tür, bist nicht stark genug, um sie zu öffnen, warst vielleicht einfach abgelenkt von dem, was gerade aus dem ominösen Nicht zu hören war. Und hörst so ein erleichtertes, die Tür solltet ihr einfach für sich stehen lassen. Ist sie denn überhaupt abgesperrt? Also ich würde sie versuchen, einfach nur aufzumachen. Okay, du gehst hin, drehst die Klinke und es lässt sich öffnen. Er so, lass die Finger von dieser Tür. Keine Regeln. Okay, und du machst die Tür auf und du siehst hinter dieser Tür einen Raum, der anscheinend sehr häufig betreten wurde. Und du siehst einen Raum, der gar nicht so groß ist. Scheint auf den ersten Blick sowas wie ein Schlafzimmer zu sein oder so. Auch wieder recht angenehm vom Klima. Du siehst ein großes Bett und du siehst rechts und links an den Wänden eine Sammlung von ganz besonderen Gegenständen. Socken in allen Farben und Formen. Hast du meine Socken gesagt? Socken. Groß, klein, ja. Socken. Socken. Gut, wir hätten klar machen sollen, dass ihr dieses Zimmer nicht betreten sollt. Geht einfach, ist nicht wichtig. Geht einfach raus, sucht euch irgendeine andere Tür aus, okay? Sammler, wenn ich Ihnen meine Socken gebe, geben Sie mir uns dann einen Tipp? Ich nehme deine Socken auch gerne. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Können wir einfach so tun, als hättet ihr das nicht gesehen? Na gut. Hat denn hier irgendwer einen Plan? Also, ich bin ehrlich. Zieh meine Socke aus. Oh mein Gott, das ist ein großer Fehler. Halt sie so hoch. Wie sieht deine Socke aus? Ist bestimmt ein Loch drin. So eine Mischung zwischen grau, aha, und gelb. Aber warmer weiß. Okay. Und die ist halt, das ist halt so ein Oschi. Das ist eine große Socke, ja. Wie viel? Könnt ihr einfach gehen? Ich halte diese Wolfgang ins Gesicht. Nee. Mach einen Constitution Saving Throw. Ein was? Ein Konstitutionsrettungswurf. Die stehen hier oben. Konstitution. Oh ja, krieg ich meinen 20er wieder so, oder? Du hast mich nämlich gerade versucht umzubringen. Das ist ja Quatsch. Ich muss mich retten. Meine erste unter 10. Ich wusste es. Plus 1, ich habe 8. Die wird kurz schwindig und du bist so kurz davor, in Ohnmacht zu fallen, aber ja, du schaffst es, dich rechtzeitig wegzudrehen, okay, um nicht komplett ausgenockt zu werden. Boah, damit bitte nie wieder. Boah. Ich glaube, ich verzichte. Würdet ihr den Raum bitte verlassen? Ich glaube, wir haben genug von Socken. Ich finde es ein bisschen bezeichnend, dass das der am häufigsten besuchte Ort ist, aber... Na gut. Für dich, Juli? Ich meine, das wäre ein Moment, um Feuer anzubringen, wenn du ihn unter Druck setzen willst. Die Socken sind sehr trocken, der Raum auch. Ich sag dir das nicht, weil, ne? Ich sag das einfach. Aber wir dürfen ja nichts kaputt machen. Ja. Warte mal, ist es okay, aber den du zu erpressen, aber den Gilbert nicht? Ja, das also, ist eine gute Idee. Nur also, falls dein Charakter das möchte. Es kribbelt in meinen Händen. Und mein Stolz ist gekränkt, denn er wollte meine Socken nicht haben. Also wird die Flamme meiner Hand größer. Und ich sage ihm, gib uns jetzt einen Tipp oder ich fackel deine Sockensammlung ab.
Warum müsst ihr immer, also, wir hätten das alles auch deutlich anders beginnen können. Ihr hättet reinkommen können, sagen können, hallo, wir wollen gerne über die Klinge reden. Stattdessen kommt ihr rein, zertrümmert Statue und versucht mich zu erpressen. Was für einen Tipp wollt ihr? Ihr habt einen frei. Ja, wo sich das befindet, ein Ort, so heiß, warm, wo wir hin müssen. Heiß, warm. Das Spiel kennt man, heiß, warm. Heiß, warm. Es ist gerade sehr warm, tatsächlich, aber... Meine Hand auch. Ja. Es wird größer. Okay, ihr habt eine Frage frei. Was wollt ihr wissen? Ihr wollt wissen, wo die Klinge ist? Wir könnten fragen, was es mit den Socken auf sich hat. Nein. Ihr habt eine Frage. Ja, ja. Lass mich gerade off-character nachdenken, wie ich in-character darauf antworte. Können Eichhörnchen Saltos machen? Nein. Ja, können sie. Gut, jetzt verlasst den Raum. Ja, komm, ich probiere eine andere Tür. Okay. Ich gehe raus, ich gehe aber in die Richtung, wo wir reinkamen. Mhm. Gut, was ist die am seltensten benutzte Tür? Na gut. Kann ich jetzt noch die Frage stellen? Klar. Hey, die Frage wurde schon gestellt. Ach so, ja, nee, das zählt nichts. Doch, das war eure Frage. Ja, aber mein Feuer ist immer noch warm und da und unseren Typen sollten... Mal, ich habe das Gefühl, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Nur die eine Frage. Wie weit sind wir davon entfernt? Jetzt momentan. Lass den Raum und ich sag's dir. Okay, wenn nicht, ich kann sie wieder öffnen. Ja. Ich gehe raus. Mit einem enttäuschten Blick. Okay, dann machst du die Tür zu. Die Tür verschwindet hinter dir. Er sagt, ihr seid noch ein ganzes Stück davon entfernt. Gut, ich werde weiter heiß warm spielen, wie auch immer dieses Spiel heißt. Ja, ich würde gerne darauf checken, da die... Mit dem Wurf, den du vorhin hattest, du findest eine Tür, die sehr selten benutzt wird. Okay. David, Mitgefühl, bitte. Warum macht ihr denn die Tür auf? Weil das kann. Ja, offensichtlich nicht. Schwule aus. Und ich würde die Tür vor ihm öffnen, dass er ins Leere läuft. Okay, klar. Okay. Und gucke dabei Wolfgang provozierend an. Du öffnest die Tür und du sprintest einfach durch, willst eigentlich ausholen, um sie aufzutreten, aber stolperst rein und landest in etwas, was aussieht wie so ein kleines Theater. Vorne eine kleine Bühne, ein paar Sitze, die davor stehen, und es sieht so aus, als würde auf der Bühne gerade ein Stück gespielt werden. Von Illusion, die ein Stück rezitieren, welches, ich würde sagen, es ist euch bekannt. Von Illusion? Mhm. Die stehen da und spielen gerade irgendein Stück, sind gerade mitten dabei. Okay. Ja, an den Raum erinnere ich mich kaum. Ich glaube, hier habe ich Geschichten oder Stücke gesammelt, die aufgeführt worden sind. Tolle Erinnerung. Da ist einiges passiert, gerade da drüben in dem Sitz. Ihr seht nicht, wo er hinzeigt, weil ihr hört nur seine Stimme, aber ja. Schaut euch mal um. Vielleicht findet ihr irgendwas. Aber denkt dran, lasst nichts mitgehen. Ich gehe mich mal umschauen, ne? Probieren wir jetzt einfach jede Tür aus? Ich habe keine Ahnung, ich bin ehrlich. Er sagte, wir sind weit weg. Also sollten wir nicht weiter weglaufen und da suchen? Ich dachte vielleicht in den Boden. Und ich dachte, vielleicht ist auf der Showbühne eine Falltür nach unten. Weil wo sind Artefakte? Das wäre eine schlaue Frage gewesen, statt der Eichhörnchen. Aber, also, machen die das dann vorwärts oder rückwärts? Können wir noch eine Frage stellen? Was ist deine Frage? Also mit den Eichhörnchen. Ja. Backflip? Oder Frontflip? Es gibt einen Raum mit dressierten Eichhörnchen. Nee. Doch. Den müssen wir finden. Unbedingt. Ich gehe mich mal umschauen. Ich gehe hoch und suche nach Falltüren am Boden und wenn da irgendwas steht, schiebe ich es auch zur Seite, um drunter zu schauen. So ein bisschen nach so Geheimen. Mhm. Also jetzt nicht so eine Falltür, oh, guck mal hier, Achtung, Falltür. Sondern so, oh. Ich mache gerne einen Investigation-Check. Also ich ein was? Ein Investigation-Check. Also ich muss hier aber auch wirklich viel rollen dafür, ne? Also das ist ja richtig Arbeit. Ja, du bist der Ranger, ne? Alter, der hat sich gut 16. Ui. 20 hier, plus 4. 20 insgesamt, das ist sehr gut. Not bad. Ich habe auch einen Streak heute, ne? Puh. Du raffst dich gerade vom Boden ein bisschen auf, weil du hast dich ja hingepackt, ne? Nachdem ja, stimmt. Die Tür geöffnet wurde. Und du fängst an, das Ganze zu untersuchen. Dir fällt keine Falltür oder ähnliches auf. Was du aber siehst, ist, dass das Stück sich ab einem gewissen Punkt immer wiederholt.
als wäre es wie in so einer Endlosschleife. Was dann wiederholt sich, Entschuldigung? Das Stück, was aufgeführt wird von den Illusionen auf der Bühne, wiederholt sich immer wieder ab einer bestimmten Stelle. Und es ist ein Stück, was ihr kennt, wenn es so ein bisschen begutachtet ist, so ein bisschen wie Romeo und Julia. Es geht um eine Liebesgeschichte, eine Person, die gerade eigentlich jemand anderem, der irgendwo weiter oben sitzt, seine Liebe gestehen will und dann zwei andere Personen, die dem Ganzen zugucken. Und ihr wisst, dass normalerweise die Person irgendjemandem die Liebe erklären muss, die Person ist aber nicht da. Und auch normalerweise sind da mehr Personen, die das Ganze wahrnehmen. Es glitscht irgendwie immer wieder zurück. Sieht so ein bisschen aus wie ein Fehler in einem Video oder so zum Beispiel, ne, wo es immer wieder zurückdeckt. Oder eine Schallplatte, die immer wieder... Und es fehlt die Person oben? Unter anderem. Es fehlen auf jeden Fall ein paar Dinge in dem Stück. Das fällt euch auf nach einer Weile. Aber wir kennen das Stück. Mhm. Sind das zwei verfeindete Familien und... Okay. Also wir kennen alle das Stück. Ihr kennt alle das Stück. Spielt es in Verona. Pot. Den hast du nicht verstanden, ne? Ich habe den verstanden, aber ich fand den zu stumpf. Okay. Ja. Ist euch einer aufgefallen jetzt, ne? Vielleicht, wenn euch das Stück was sagt, hilft es vielleicht, dieses Stück nachzuspielen, um den Bann zu brechen. Ich meine, vielleicht weiß unsere Magierin da mehr. Nein, ich bin gerade verloren. Mein Kopf ist immer noch bei den Socken. Okay, so viele Socken. Kommt mal ein bisschen näher. Ich habe das Gefühl, ich will nicht, dass der Sammler uns hört. Ich würde sagen, wir spielen das Stück mit, damit dieser Fehler aufhört und vielleicht passieren da Dinge. Ich habe keine Ahnung von Magie, ich bin ehrlich, aber das klingt nach einer saudummen Idee. Besser also, als in ein fremdes Haus zu gehen und Büsten auf dem Boden. Ich wollte nicht klopfen und reingehen. Aber okay, lass uns ins Spiel. Das ist das, was man normalerweise macht, wenn man ein Haus betritt. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Ist ja auch in Ordnung. So, David, dein Job ist, du bist der Baum. Tatsächlich fehlt an einer Stelle ein Baum, der normalerweise immer dasteht, der sehr essentiell ist. Ich habe mal einen Baum gespielt. Würdest du uns die Ehre erweisen und nach oben gehen und das Stück spielen? Okay, das mache ich. Ohne Feuer. Weil du es bist. Tatsächlich ist Feuer sehr essentiell für dieses Stück. Oh, fucking hell. Oh, ja. Okay. Ihr nehmt alle Positionen ein. Wir nehmen alle die Positionen ein. Macht alle mal einen Performance-Check für mich. Das ist Schauspiel. Willst du einfach nur, dass wir uns blamieren? Oder hat das doch Sola. Er macht den Baum perfekt. Ja, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, etwas im Real Life für mich acten und versuchen, mich zu überzeugen von euren Schauspiel-Skills. Und ich sage, ey, es ist geil. Ich würde... Oh mein Gott. Ich würde beides tun. Eine Eins. Das ist eine Eins. Natural One. Aber ich möchte sagen, ich habe bei Performance auch noch minus Eins. Perfekt. Was ist das, Juli? Eine 12. Okay, 12 ist okay. Ich würde dich trotzdem noch versuchen 15. zu beeindrucken, aber ich würfel auch trotzdem. Ja. Eine 6. Ich glaube, das muss ich nämlich auch. 6 plus 2. Also ich habe 1 minus 1. Also wir sind einfach alle Kacke. Bis auf Sola. Sola macht das super. Er muss nicht würfeln. Also Sola hat mich komplett überzeugt mit seiner Rolle als Baum. Okay. Ihr fangt an, das Stück mitzuspielen. Und mir ist noch ein bisschen schlecht. Wolfgang ist halt auch ein bisschen aufgeregt, ne? Lampenfieber und so. Ich versuche, den Balkon hochzuklettern. Oh Julia, oh Julia. Du liebreizende Rose, die in diesem Garten blüht. Also es ist nicht Romeo und Julia, ne? Um hier an der Stelle mal ganz kurz zu sagen, ich habe nichts geklaut, Copyrights, dies, das. Das ist, ich glaube, das ist Copyright 3, weil es so alt ist. Es ist Joe. Und Sim ist, hey Wolfgang. Oh Joe, oh Joe. Du liebreizende. Und Rolf. und Rolf. Beiden. Okay, ihr spielt mit. Die Würfel sind terrible. Und gerade Wolfgang, du bist ja einfach zu benebelt von der Socke. Mhm. Fällst halt ab und zu von der Bühne, machst eine echt beschissene Figur und der Sammler lacht zwischendurch ein bisschen. Aber ich würde sagen, ihr braucht eine Weile, um das einzustudieren, schafft es dann aber nach einer guten halben Stunde oder so, das Stück trotzdem normal zu spielen. Und ab dem Punkt, wo ihr das schafft, öffnet sich tatsächlich eine Tür im hinteren Bereich der Bühne in einen weiteren Raum. Damit habe ich nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Und deswegen hört auf den Zwerg. Du kannst jetzt aufhören. David. Also aus meiner Sicht. Alle applaudieren jetzt einfach nur der besten Baum-Performance. Stark. Ihr hört auch so ein Klatschen aus den Lautsprechern. Das war bewegend. Fantastisch. Dankeschön. Ja, ich erinnere mich nicht, dass die Tür vorher da war, aber
Hey, ihr habt mich unterhalten. Das ist mehr, als ihr vorher getan habt. Und ihr habt nichts kaputt gemacht. Um warm und heiß weiterzuspielen, wärmer. Ich glaube, das ist ein Hinweis, durch diese Tür zu gehen. Zwerg, meinst du zuerst gehen? Ich gehe durch die Tür. Ich mache sie auf und gehe da durch, wie ein gesitteter Zwerg. Du öffnest die Tür und ihr steht danach wieder in dem Maingang mit den ganz, ganz vielen Türen. Aber ihr seht über den anderen Türen, also über allen Türen, die sonst in diesem Raum sind, so kleine Symbole, die so... Zum Beispiel über einem ist ein Stein, das sieht aus wie so ein geschliffener Edelstein. Über manchen Türen sind Federn zum Beispiel. Stein, Federn. Genau, es sind immer so einzelne Symbole über den Türen. Die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Und ja, sind sehr symbolhaft. Ich kann euch alles aufzählen, wenn ihr wollt. Es gibt 3 Türen, wo eine Feder dran ist. Zähl erstmal auf, ja. Es gibt eine Tür, wo ein Schwert drauf zu sehen ist. Also ne, so ein kleines Schild drüber mit einem Schwert. Dann gibt es, ich glaube, 3 Stück, wo so Zacken drauf sind. 2, wo Blumen drauf sind. Blumen? Mhm. Hinter welcher Tür ist das? 2, wo Steine drauf sind. Steine? Steine, 2 Stück. Und bei manchen sind die Sachen nicht gut leserlich oder scheinen sich zu wiederholen. Aber ansonsten sind das eher so Schnörkel oder Dinge, die ihr nicht lesen könnt. Aber das sind die symbolhaften Sachen. Okay, ist über der Tür, durch die wir gekommen sind, welches Symbol ist darüber? Nichts, das ist so ein Schnörkel, sehr schwer zu erkennen. Das ist ein Stein. Über der, aus der ihr gekommen seid? Achso, so ein Schnörkel. Okay, und die Sockentür, wenn sie noch da ist, was war darüber? Die ist schon weg. Genau, die ist weg und ihr seid auch gerade zurückgekommen, ne, von und der über anderen die Gäste-Klotür? Seite. Die Gäste-Klotür, keine Ahnung, ob die da ist. Ich würde gerne generell checken, ob Staub auf den Türklinken ist, also welche gar nicht mehr genutzt wurde und das insbesondere bei der mit dem Schwert machen wollen. Mhm. Die sind, musst du nicht mehr verwürfeln, die sind alle staubfrei. Die sind poliert. Werden anscheinend benutzt. Okay, also ein Schwert macht doch am meisten Sinn. Wir suchen eine Klinge, das ist ein Schwert, das ist keine Feder. Ich würde einfach sagen, lass doch... So also, ich meine, eure Ideen haben uns bisher nicht so weit geführt, aber wir folgen uns. Nee, ist ja in Ordnung, wenn du einen besseren Vorschlag hast. Nein, alles gut. Also, ich meine, ne, die Statuen auf den Boden schmeißen war auch eine gute Idee. Lass uns zum Schwert gehen. Was sagst du, David? Ene mene mu. Ene mene mu. Der Zufall soll entscheiden. Ja, ich bin bei Ene Mene Mu dabei. Das gefällt mir. Was hast du jetzt zu meiner Idee? Ich möchte lieber gar nichts sagen. Okay, ich gehe zu der Tür mit dem Schwert und mach die auf. Ihr Großgewachsenen seid einfach... Ene Mene... Nein, ich spreche es nicht aus. Und raus bis... Wo landest du? Stein. Okay, ihr landet bei Stein. Du gehst zu der Tür mit dem Schwert drüber. Ja. Drehst die Klinke um, ja. Öffnest die. Ja. Und wenn ihr wollt, können wir hier eine kurze Pause machen. Wenn ihr die nicht machen wollt, können wir einfach weitermachen. Ich meine nur, falls ihr aufs Klo müsst oder was trinken wollt, was essen. Also mein Charakter musste eben nicht aufs Klo, aber ich schon. Ja. Ja. Ja, wenn du musst, dann machen wir ein kurzes Päuschen. Machen wir mal Pinkelpause jetzt. Dann machen wir eine kurze Pinkelpause. Dann Wolfgang. Sind so 5 bis 10 Minuten wieder da. Und dann gucken wir, was passiert, wenn du die Tür öffnest. Das ist brillant. Du hast keine Ahnung, ne? Du brauchst eine Pause. Johnny. Ja, geil. Dann bis gleich. Bis gleich, Leute. Ein ganz kurzes Päuschen. Gleich her da.